So, also das sieht schon mal alles sehr gut aus. So, also wir sollten online sein. Wir könnten wir mal hier in die, es steht jetzt hier im Moment bei mir sehr gute Verbindung, das ist doch schon mal schön. Dann funktioniert das doch alles. Ja, ich kann das nebenbei schwer prüfen, aber ich verfolge hier nebenbei den Chat. Das heißt, guten Abend, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr alle zu uns gefunden seid. Wir sind 2 Minuten zu früh dran. Ich begrüße euch trotzdem schon und werde es vielleicht um 19 Uhr nochmal tun. Ich hoffe, dass wir das heute wirklich besser im Griff haben. Ich habe jetzt ein paar Einstellungen noch gemacht, sehr viel technischen Aufwand betrieben, damit wir diese Live-Sendung machen können. Ich habe also ein sehr guter Freund hatte noch eine Intuition, wie man meinen Dual-WAN-Router in Betrieb nimmt, nämlich war die Hardware defekt und er musste einen Pin hochbiegen und dann war diese stundenlange Einstellerei von wegen Security und lass mich durch und ich hätte gern beide Internets und so irgendwie erledigt, weil die Hardware war in Ordnung. Und so hoffe ich, dass wir dieses Format beibehalten können, weil die Alternative wäre gewesen, wir können nur noch aufnehmen. Aber ich mag live und ich mag, dass ihr nebenbei hereinschreiben könnt, was ihr für Fragen habt. Das finde ich schön und würde das gerne beibehalten. Und deswegen freut mich, dass das jetzt da steht, sehr gute Verbindung. Es wird mit Sicherheit zu Aussetzern kommen. Dann seid geduldig und guckt einfach weiter und auf den Ton kommt es an. Aber wir haben das bisher immer hingekriegt und falls es zu schlimm ist, kommt immer die Aufnahme hier aus dem später als Ersatz quasi online. Gut, lange Rede, langer Sinn. Ich stelle euch unsere Gäste vor. Bei Mama, also bei Christa steht jetzt auch Simon Belo drin. Das ist irgendwie, bin ich zweimal da, aber im Endeffekt stimmt das auch ein bisschen. Von daher nehmen wir das heute mal nicht so ganz genau. Ansonsten heute zu Gast Ingrid Schröder. Ingrid, wir haben uns kennengelernt. Wie viele Jahre ist es her? Du Ja, kommst ich aus der vier. Pfalz und wir haben auch in der Pfalz gewohnt und wir haben quasi einen Gastauftritt gegeben, einen Vortrag gehalten und du bist mit deinem damaligen, jetzt verstorbenen Mann da gewesen. Der war Physiker, glaube ich. Ja. Aufgrund der Talos-Bücher und irgendwie habt ihr dann auch über diese Geschichte wahrscheinlich zu Gabi gefunden. Oder Gabi euch gefunden oder keine Ahnung. Jedenfalls arbeitet ihr seitdem, glaube ich, zusammen. Und ja, was ist Also dein das möchte ich gleich eigentlicher? hier verbessern. Die Okay. kannten sich schon vor den Tanzbüchern, Ja, glaube okay, ich. ihr kanntet euch vorher. Ah ja, genau. Also dann korrigiert mich ruhig in dem Falle. Aber das ist, also ich fand es halt spannend, weil das beides über die Physik quasi kam und du da jetzt ja, eigentlich war es ja dein Mann. Und du das jetzt auch irgendwie übernommen hast, ist so ein bisschen wie bei Christa. Ne? Also ich habe es mal irgendwie übernommen, bin da irgendwie hingekommen jetzt. Ja, und unser anderer Gast, Gabi, ich freue mich sehr, sehr. Du hast vor 2 Wochen schon ordentlich immer schön kommentiert und ich habe mich deswegen sehr auf diese Sendung gefreut. Und weil du mir vor allen Dingen tatsächlich beim Schreiben des neuen Buches mit Christa so wahnsinnig viel weiterhilfst, ob du das jetzt weißt oder nicht, aber du bist da sehr bereitwillig mit deinen Auskünften und mit deinen Hilfestellungen, die du mir geben kannst und dieses Bild, das ich gerne benutze, da werde ich später auch drauf kommen, wie Menschen quasi an Gummibändern an ihrer Vergangenheit hängen. Das hat sich stark bei mir, also das benutze ich. Ich danke dir dafür und das hat mir sehr viel erklärt, deswegen freue ich mich da total drauf. Du hast ein Buch geschrieben, Viva Vortex, ne? Christa, kannst du mal kurz Sag nur reinhören? hin. Ja. Du hast mir aber auch letztens unter vorgehaltener Hand irgendwie gesagt, nee, das Neue, das steht da noch gar nicht drin, das wusste ich damals noch gar nicht. Redest, kann Also, das Buch nicht groß. bitte? Ah ja, doch, das sieht man gut, alles gut. Okay. Du gibst immer wieder neue Sachen raus, hast viele Interviews gemacht. Ich habe unseren Zuschauern empfohlen, das Video mit dem Tarek Al-Ubaidi, Ubaidi oder Ubaidi, weißt du, wie das ausgesprochen wird? Über Ubaidi. Idi. Ubaidi anzugucken. Ich fand es hochspannend und würde da auch gerne heute noch mal ein bisschen Bezug drauf nehmen, bei Sachen, wo mir offen geblieben sind. Aber für mich ganz wichtig, dieser Titel Mystik meets Physik hier, ne? Also Mystik trifft auf Physik. Immer die Frage, wo endet jetzt das eine, habe ich mir heute gedacht, und beginnt das andere? So, weil wenn ich jetzt, also für mich die Frage, Kinesiologie, was ist dann Kinesiologie? Ist das der physische Teil oder ist das der mystische Teil?
Was ist lebensbejahend, was ist dann Lüge, so, weißt du, dieses, da fängt das für mich an, in der Arbeit sehr, sehr spannend zu werden, wenn ich das erklären könnte, warum muss das funktionieren und wie funktioniert das Prinzip und warum ist das so? Ganz viele spannende Sachen, die mir gekommen sind bei der Vorbereitung auf diese Sendung. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Die Ex-Physikerin, habe ich gehört, nennst du dich, Gabi Müller. Perlenschnurverein, ich werde das alles drunter noch verlinken. Aber ihr seid ja auch bekannt, oder? Ja, Ja, ja. eigener Kanal, Perlenschnurverein, alles. Also für alles, wir werden es heute nicht schaffen, die komplette Wirbelphysiktheorie darzulegen. Ich glaube, das wird nichts. Also das Das dauert kann einfach man zu lang. Aber wir bei haben ja. Tarek sehr gut alles nachhören. Der Genau. hat da praktisch vor 2 Jahren hat noch so eine Aufnahme, da ist vollständig, die Grundlagen sind da gelegt und jetzt hat man bloß noch mal eine Ergänzung. Ja, sehr schön. Gut. Ja, ich erinnere mich an mein erstes Treffen mit dir, Gabi. Das war, was Simon gesagt hat, bei diesem Vortrag in Bad Kreuznach. Und da bist du nach dem Vortrag zu mir gekommen und sagst so locker aus dem Handgelenk raus, ich kann dir erklären, wie die innerirdische Sonne funktioniert. Weil du Und das gefragt hattest. Selber, du hattest dich das irgendwie selber gefragt. ja, Im kann Vortrag. sein. Und dann kamst du zu mir und dann erklärst du mir das so auf so eine leichte Art und Weise, dass ich nur gedacht habe, wow. Und dann habe ich was gefunden in einem der Thanos-Bücher und das will ich mal ganz kurz vorlegen. Und das entspricht genau dem, was du machst. Ja? Das, und zwar aus Buch 2, eure derzeitigen Wissenschaften entbehren der alchemistischen Ernsthaftigkeit und der darin eingebetteten schamanischen Schlitzohrigkeit, die sich in fröhlichem Humor auszudrücken pflegt. Der Alchemist ist ein Wissender kosmischer Gezeitenströme und kann daraus viele Zusammenhänge der göttlichen Natur verstehen. Das ist jetzt sehr poetisch geschrieben, ja? Er hört das glucksende Lachen der Schöpfungsursache und nicht den Urknall eurer explosiven Physiker. Das echte Verstehen, woraus sich Wissen ergießt, ist eine fröhliche Poesie liebender Schwingungen, die sich bei einigen Meistern des Wissens in humorvollen und tiefgehenden Lehren äußern. Aus einem derartigen Denken und Handeln klingt sich der bisher in einer Endlosschleife gefangene Menschengeist in eine spiralförmige Erweiterung höheren Denkens ein, das ihn über die rein materielle Ebene erhebt. Dieser Mensch beginnt zu begreifen, dass sich das ganze Universum aus einer dynamisch-spiralförmigen Drehbewegung heraus manifestiert. Und diese Drehbewegung ist auch im kleinsten Partikelchen, in jeder nur erdenklichen Energieform aufweist. Ganze Galaxien agieren nach diesem Prinzip und selbst im biologischen Organismus herrscht dieses Prinzip vor. Ja, und genau das beschreibst du in deinen Büchern. Ja, es ist hier nur auf Naja, eine es ist ja poetische erst ein Weise. Buch. Es ist ja erst ein Buch. Ein Buch. Ja, okay, aber oder in deinen Vorträgen. Naja. Ja, und das ist hier einfach nur einfach auf eine, ich finde, sehr poetische Weise zusammengefasst. Ja, welches Buch war das nochmal? Buch 2. Buch 2. Aha. Und wir haben uns kennengelernt nach Buch 2 auch erst, ne? Das kann. Glaube ich. Das war das erste, was du noch extra rausgebracht hast. Ich weiß nicht mehr, oder war es sogar bloß Buch 1? Nee, ich War glaube, es ganz am war Buch Anfang. 2. Ich glaube, Ja. es war Buch 2, ja. Ja, ich war begeistert. Alles, was da drin steht. Ja, da war ja meins schon längst gedruckt. Ja, genau. Und ja, also mir passiert es ja oft, dass ich solche Bestätigungen kriege von irgendwelchen Menschen, die weitergehend denken, die spiralförmig denken. Ja. Ja. Ja, Gut. ich halte dich für einen ganz großen Geist, liebe Gabi, und ich freue mich auch sehr drauf, dass du hier heute Abend bist. Ja, gut. Ja, sind Na, wir was uns habt ihr denn für okay. Fragen? Also. Ja, also. Also ich würde sagen, erklär doch einfach mal auf diese einfache Weise, wie du mir damals gesagt hast, ich weiß, wie die innerirdische Sonne funktioniert. Krieg nämlich diese Frage ganz oft gestellt. Aha. Oh, das ist natürlich schon damals lange her gewesen. Du hattest ja auch einiges vorher erzählt. Also ich bin der Meinung, die Erde wird umflossen von Strömungen, die von der Sonne kommen, aber
es gibt ja einen riesigen Wirbel um die Sonne rum, die alle Planeten betrifft. Ja, und da ist dann immer unser Planet nur so eine Zwischenstation und dann geht es wieder weiter. Und der Strom, der jetzt die Sonne umfließt, die Erde umfließt, der macht auch wieder einen Wirbel, einen vollständigen. Das ist ein Subwirbel. Und der muss durch die Mitte. Mhm. Und der wird nicht durch eine Mitte gehen, die geschlossen ist. Deswegen ist das schon mal ein Beweis, die Planeten müssen alle hohl sein. Es gibt keine nicht hohlen Planeten. Ja. Alles Torusformen. Und in der Mitte haben wir dann den Kern. Und der ist bei allen Wirbeln heißer als der Rest, weil dort eine Verdichtung stattfindet. Und natürlich, ob das dann wirklich eine geordnete Sonne ist oder nicht, das ist so eine Sache. Da hast du ja auch erzählt, dass das dann auch von bewussten Wesenheiten dann noch geordnet wird. Wenn man das dann steht in einem der späteren Bücher, ja. Ja, ja. Aber weil, also mich hat sehr fasziniert deine damalige Erklärung. Da hast du unter anderem gesagt, das ist wie beim Wasser, wo sich die Drehrichtung ändert. Da ist eben die Energie extrem hoch. Ja, das ist jetzt bei den Meandern. Das habe ich damals schon gesagt. Ja, das hast du damals zu mir gesagt. Also ich kannte das ja von Viktor Schauberger. Ja, ja. Das hat mich damals richtig umgehauen. Ja. Also ja, richtig begeistert, ja. Wobei ich jetzt diese Drehrichtung nicht erklären kann, diese Änderung. Da hatte ich damals wahrscheinlich eine Eingebung. Ich bin der Meinung, es wird schon so sein, aber da müssen wir schon Gegenströme dann haben mit Richtungswechsel. Das ist mir alles zurzeit, bin ich ziemlich im Schwimmen, weil ich neue Modelle angefangen habe. Bin ich dabei, Zeichnungen zu machen, räumliche Zeichnungen. Und dann kann ich vielleicht das noch ganz genau machen. Wenn man es zu genau will, verliert man manchmal ganz die Orientierung. Das stimmt. Also es ist wahr, dass das so ist. Da gibt es eine Gegenrichtung, aber ich kann jetzt nicht genau nochmal erklären, wie ich es damals wusste. Es gibt so Sachen, da sage ich manchmal was und bin hinterher baff. Ich dachte, ja, also ich war sehr baff damals. Ich fand das. Wo es herkam. Es kam nicht aus meiner logischen Herleitung, sondern es war wieder gerade eine Intuition. Mhm. Und weil es jetzt so viele Jahre her ist, kann ich das, was ich damals gesagt habe, nicht wiederholen. Nicht ganz genau so. Aber ich habe es mir gesagt. Ja. Na gut, das kommt aber noch. Im Buch 2 werde ich über die Sonne noch schreiben, über die innere Sonne. Schön. Ja, so, soll ich, hast du noch grundlegende Sachen oder was wollte ich erstmal wissen? Genau. Also für mich ist es. Gibt es bei dir Leute, die noch nie was von mir gehört haben? Genau, das wäre ja. Also ich selber erzähle ganz vielen von dir. Ja. Aber ja, ich meine von der Wirbelphysik, von den Grundlagen. Ja. Wir haben ja nicht so viel Zeit, ne? Ich weiß nicht, wer hier alles bei ist. Also ich verweise erstmal auf Crop FM. Das ist eine Webseite, der macht alle 14 Tage ein tolles Interview. Der hat auch ganz berühmte Leute dabei, auch auf Englisch manchmal. Crop FM, T-R-O-P. FM direkt dran geschrieben, CropFM.at. Könnten hat auch eine Spiegelseite mit .de, ne? Das ist der Tarek. Ja. Wenn man da Gabi Müller. Das schreiben wir alles nachher runter. Wenn man dann bloß Gabi Müller eintippen und dann findet man die beiden Videos. Das wäre die Grundlage, da kann jemand nachträglich nochmal innerhalb von 3 Stunden alles finden, weil bei uns im Verein haben wir natürlich 10 Stunden, 15 Stunden, 30 Stunden, je nachdem, wie genau man es wissen will. Ja. Die Zeit hat meistens keiner. Da geht man dann unter. Ingrid, magst du euren Verein mal vorstellen? Tja, die Gabi wollte mit ihrem Wirbelweltbild an die Öffentlichkeit. Und dann habe ich ihr vorgeschlagen, dazu gründen wir einen Verein. Da können wir dann nicht nur Gabis Sicht auf die Dinge der Öffentlichkeit vorstellen, sondern auch die Sichtweise von anderen Forschern, Denkern, die vielleicht so ähnlich denken, vielleicht auch konträr. Und das befruchtet sich ja dann gegenseitig und so. Haben wir das dann in die Tat umgesetzt? 2018 war das wohl. Und seither haben wir vor Corona physisch Vorträge, Seminare angeboten und ja, seit Januar diesen Jahres auf Drängen von der Christiane, einem Mitglied unseres Vereins,
dann auch eben jetzt über so Livestreams verschiedenste Leute eingeladen, ne? Und Interviews gemacht, so wie ihr das macht. Und das findet man alles unter perlenschnur.org. Das ist unsere Website. Da findet man unter Videos, was wir schon gemacht haben, und unter Termine, wenn irgendwas in der Zukunft geplant ist. Also jeder, den es interessiert, der kann sich da, der findet eine Fülle von Material. Gut. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir das heute Abend schaffen, die komplette Basis irgendwie auch darzulegen. Ich steige jetzt einfach mal ein. Also ja. Ich sage jetzt einfach mal, ich habe heute einen Satz gehört, ich habe es ja heute erst gehört, das Interview mit dem Tai. Wirbel müssen ernährt werden. So, und jetzt komme ich mal auf meine Arbeit, ne, und denke mir, ja, genau. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit erzähle. Also wenn ich sage, natürlich basierend auf dem, wir kennen uns eine Weile irgendwie, und wenn ich jetzt sage, also dieser Mechanismus muss greifen, das heißt, ich habe irgendetwas, ich brauche eine Wirkung. Ja? Also ich muss irgendwie korrigiert werden, wie auch immer man das nennen will, das ist alles bösartig, wie man das nennen will, es ist aber göttlich, von daher ist es Liebe. Und dementsprechend muss ein Ereignis eintreten, dann stelle ich mir mal vor, also du hast jetzt einen ethischen Verstoß, der löst einen Wirbel quasi aus und der muss korrigiert werden, sonst wird es dich ja völlig aus der Bahn werfen, und dann zieht der quasi ein Ereignis ins Leben, das stellt den Gegenwirbel dar. Ja, das ist jetzt meinetwegen, ich habe jetzt eine Abhängigkeit von einem Freund und der Wirbel ist quasi, der verschwindet aus meinem Leben, damit ich das sehen darf. So, das ist eine automatische Folge, die basieren einander. Die müssen ernährt werden, die müssen beliefert werden. Wie funktioniert der Mechanismus? Also erstens, habe ich recht, funktioniert das so einigermaßen, kann man sich das vorstellen? Zweitens, wie wird das Ding ernährt? Also machen das die, ich habe mal einen Freund gefragt, es ist irgendwas vorgefallen, ich habe gesagt, was ist vorgefallen? Also mit jemand anders, und er sagt, unsere Unterbewusstseine, also der sieht das, haben sich da verabredet, das so zu lösen. Und das wird ja über Wirbel funktionieren, weil alles funktioniert über Wirbel. Das heißt, hängen wir in der Vergangenheit im Karma fest, nachher andere Frage, sind das Wirbel? Ja? Also, und alles, wie funktioniert der Mechanismus? Also, wie werden die beliefert? Mhm. Was meinst du mit dem Satz, müssen ernährt werden? Ja, also das ist ja im Prinzip auf allen Ebenen, ob das jetzt Wirbel der Erde sind oder der Atome oder der Uratome oder die Wirbel unseres Körpers, ja, die haben wir schon um die Organe. Das sind wieder die Subwirbel dieser Wesenheit von uns selbst. Unsere Aura ist dann sozusagen der fließende Teil. Bloß, dass wir nicht wie ein Pilz einfach dastehen und uns von der Gravitation ernähren. Das machen die nämlich, die Pilze. Deswegen backen die immer nach oben, damit die dann die Gravitation in ihrem Pilzhut abgreifen können. Können wir nicht, weil wir uns zu viel bewegen, weil wir manchmal auch flach liegen oder Kopf stehen. Und deswegen müssen wir essen. Aber es gibt auch die Ernährung über die Chakren. Die Chakren sind auch einzelne Wirbel wieder. Wir haben da so wie Bälle dran an solchen Torusformen. Und die Pranier, die gar nicht mehr essen, die schaffen es, genügend Ernährung zu kriegen über die Chakren. Und da haben sie aber eben Erdschwingungen, die sie da abkriegen. Zum Teil auch die Gravitation, zum Teil andere Flüsse. Und hier würde ich es dann aber schon Lebensenergie nennen. Das ist immer die Frage, wo würde unsere Sprache mit Lebensenergie hantieren und wo sagt sie noch Magnetfeld oder was weiß ich, elektrische, von der Sonne gibt es ja dann die ganzen Gürtel um die Erde. Es ist eigentlich alles Lebensenergie. Also, ja, genau. Wir haben dieses Wort, kann man aber nicht für alles nehmen, man muss das differenzieren. Da müsste man dann Indizes dran machen, Lebensenergie X, Y, Z oder so. Das ist der Witz daran, dass man darüber klar sein muss, immer im Hinterkopf, dass alles lebt. Ein Physiker würde auch nie sagen, ein Wirbel ernährt sich. Also ein Tornado zum Beispiel, der ernährt sich auch von der Gravitation. Er startet zwar mit einer Erwärmung irgendwie aus dem Wetter, dass da Schichten sich ablagern, die das begünstigen, dass er startet, aber dass er dann so lange lebt und sich vorwärts bewegt und relativ lange gegen andere im Wetter,
Das ist die Gravitation. Ja, also er füttert sich mit der Gravitation, die sozusagen außen seine Strömung beschleunigt. Und wir müssen unsere Aura auch beschleunigen. Die würde anbremsen, wie jeder Kreisel. Wenn man jetzt ein Kreisel, wie ein Kind mit Kreisel spielt, so richtig mit der Peitsche, so einer, ja, der hört irgendwann auf und fällt um. Oder so ein Kreisel, die es heutzutage gibt zum Drehen, die fallen irgendwann um, weil sie sind nicht so gebaut, dass sie die Gravitation 100% abgreifen und weitergehen. Während die Magneten das können. Also ein normaler Magnet, der einfach seine Kräfte hat, der macht das, der holt sich aus dem Erdfeld was. Und sogar aus allen Richtungen. Der ist innerlich so aufgebaut, dass er viele Eingänge hat. Dass er immer genug Eingänge hat, um das wieder aufzubauen, was ihm gerade weggeholt wurde. Man lässt die auch arbeiten und trotzdem würde nicht alle die Magnetkraft. So, jetzt bin ich aber ein bisschen abgekommen zu allgemein. Wir haben also in unseren Chakren sozusagen den Mechanismus zur Ernährung neben dem Essen. Und wir haben auch Kommunikation mit den Chakren untereinander. Und da wird auch Wirbel ausgetauscht. Also es werden sozusagen wie solche, wie wir sozusagen Ausstülpung haben als Embryo, die Arme heißen, Beine heißen, Finger heißen, so haben wir kurzzeitige Ausstülpungen aus unseren Chakren in der Kommunikation. Und von mir aus auch im Unterbewusstsein, im Traum oder so. Da wird dann auch was verabredet über diese Ausstülpungen. Das sind wie solche, naja, es gibt doch Zeichen dazu. Auch rassistische Menschen zeichnen diese Kommunikation. Wie Finger gehen dann rüber, hin und her. Und bei Streit sind es richtige Geschosse mit Widerhaken. Und es kommt dann darauf an, wie das gemeint war. Also wenn ich selber ganz negativ, ganz wütend bin, dann schmeiße ich geladene Strahlen ab, also geladene Geschosse ab. Und die können dann auf der Gegenseite kleben bleiben, wenn der auch geladen ist. Und wenn der nicht geladen ist, sondern neutral, rutscht es ab oder es geht durch ihn durch und er ist nicht getroffen, er ist nicht beleidigt. Kommt auf die Stimmung der Gegenseite an, was da eigentlich passiert. Meistens ist die genau empfangsbereit und dann wird es eben so ein Strickgewebe von... Ich habe das mal genannt, das sind emotionale Pfeile. Moment, das haben wir gar nicht verstanden. Ja, ich habe das mal als emotionale Pfeile bezeichnet. Pfeile ist gut. Ja, sagen wir mal, er ist betroffen, das heißt, dann bleibt der Wirbel quasi kleben. So, und dann habe ich die Verstreckung, dann habe ich den an der Backe hängen. Ja, aber er wird von dir ernährt, ne? Du gibst ihm immer Energie. Ja, ist schon klar, aber der, also er bleibt. Und die Gegenseite auch. Bis ich das quasi wieder abnehme. Irgendwie. Ja. So. Mhm. Wenn du Pech hast, im nächsten Leben erst. Ja, genau. Also daran bleibt er kleben und da sind wir bei der Überleitung. Das ist quasi der. Das, was ich jetzt bösartig immer als Karma bezeichne, ist im Endeffekt das, ich habe eine Ursache-Wirkung, das heißt, ich hänge dann noch irgendwie dran und wenn ich mich halt entscheide zu inkarnieren, na, dann hänge ich da halt so. Und dann, also das kann ich auch nicht wegdiskutieren, das muss ich halt erst nochmal erledigen, bevor ich da inkarnieren kann, ohne da dran zu hängen. Ja? Das also, sind aber Gummiseile, die ziehen dich im Leben wieder dorthin, du kriegst die Begegnung auch. Ja. Und ich kann die auch nicht durchschneiden. Wieso kann ich die nicht durchschneiden? Könntest du. Ja. Also es gibt Meditation von der Lumira, wo man das einfach macht, wo man sagt, das hat mit mir nichts zu tun, ich möchte das jetzt beenden. Okay. Ich hacke die sagte man, das sind Kabel. Die Kabel kommen aus mir raus. Ich hacke jetzt diese Kabel ab, die fallen ab. Mhm. Die fallen nach unten. Das ist im Endeffekt das. Kennst du den Circle Lumière? Mhm. Von Martel? Das ist ein französischer Psychologe gewesen. Wieso noch? Nee. Der hat einen Circle Lumière dargestellt. Das ist also eine Methodik, in der, wie du deinem Unterbewusstsein eigentlich nur sagst, pass mal auf, alles, was da dran hängt, hier an dieser Situation, an mir, an dem Gegenüber, oder du kannst es mit Situationen machen, ja, das ist immer offen nach allen hin, aber es hängt irgendwie auch was in der, er macht es über die Chakren, ja, wir hängen hier mit den Chakren zusammen, ja, und ich schneide die jetzt durch, weil ich will da nicht, ich will keine Anhaltung, aber so, dass es in Liebe ist, so, dass alles für alles gut ist, ja, aber ich will die nicht mehr. Und wenn das dann so passieren soll, dass die irgendwie wieder zusammenfinden, die zwei, die da ich getrennt habe, oder einen gemeinsamen Weg gehen, dann ist es gut, aber dann ist es ein freier Wille und keine Anhaftung. Ja? Dann ist es einfach raus, die Nummer so. Also das, und er zerschneidet das dann symbolisch quasi auf so ein Papier.
Ja, also er malt das im Prinzip auf und zerschneidet es dann, damit das Unterbewusstsein weiß, okay, ich hätte jetzt gerne getrennt. Ja. Ja. Also Wissenschaftler kann da nicht mitgehen, dass man sowas macht. Aber wenn man sich bewusst macht, unser Bewusstsein ist auch, besteht auch nur aus Wirbeln. Ja. Jeder Gedanke ist aufgebaut, ganz kompliziert wie ein chemisches Molekül. Je komplizierter der Gedanke, desto größer ist er auch. Also auch als ihr könnt das sehen, was da aus unserem Kopf kommt. Habe ich erlebt. An der Farbe, an der Komplexität sehen die schon, in welche Richtung das geht, wenn sie genug Übung haben. Mhm. Dann kann man mit Gedanken da auch dazwischen hauen, ja. Man kann die benutzen, wie eine Waffe oder wie soll ich sagen, wenn das aus unserem Körper rauskommt und ich kann es irgendwie steuern, dann ist es auch es ist ja auch das, was ich ungesteuert mache bei der Kommunikation oder bei den Gedanken. Das reicht und schon, wenn ich sowas denke. Deswegen klappen ja manche Rituale so gut. Mhm. Ja, auch positiv oder negativ, so ist das hier ein positives Ritual, wenn ich sage, alle die Anhaftungen, die mir nicht gut tun, die ich nicht brauche, man kann die auch dann nochmal spezialisieren in irgendeine Richtung, werden jetzt getrennt. Die fallen von mir ab und bleiben getrennt. Mein heiliger Raum um mich herum gehört mir, ich habe keine Verbindung zu diesen Dingen, die ich nicht mehr will. Ja, also das kann man dann extra noch machen, das vielleicht dann intensiver. Aber es gibt Meditation und mir hat das auch schon geholfen. Es ist wirklich so. Ja, von mehreren guten Leuten Meditation bekommen zum Abnabeln von gewissen Dingen, selbst von Menschen. Aber das heißt ja, also weil du bist ja immer mit diesem Thema unterwegs, Mystik und Physik, ne? Also was trifft auf Physik? Ich habe mir wirklich, genau weil ich solche Gedanken hatte heute, mich da, also ist das getrennt, Mystik und Physik? Also naja, die Physik. Die Physik trennt sich eigentlich selber ab, indem sie sowas alles ignoriert, weil es ja nicht sichtbar ist und auch mit Messgeräten nicht messbar. Aber ist es doch. Das ist ja meine Eingangsfrage. Wenn ich doch wäre Kinesiologie eine zulässige Messmethode? Nö. Weil es kann ja Wunschdenken sein. Das muss ja dann wirklich, selbst wenn statistisch nachgewiesen wird, dass da Treffer kommen, ist so oft passiert, dass das versucht wurde von Leuten, die Barbara Brennan, über die hat man gesprochen, ist auch eine Physikerin, ja. Eine hochspirituelle Physikerin, die 20 Jahre bis zum Buch schon Erfahrung hatte und dann alles Mögliche erzählt hat, wie sie das versucht zu beweisen. Die hat ja dann noch weitergemacht, inzwischen wieder 20 Jahre her, ihr Buch, oder 30. Mit vielen Zeugen, die auch aussichtig sind und so, die das vorher nicht wussten und wo man neutrale Beobachter hatte und Notare, die da guckten, dass da nicht geschummelt wird, das nützt nichts. Niemand nimmt das ernst. Weil die Physik eben andere Grundlagen hat, die man ernst nehmen darf. Aber das ist ja auch aus der alten Theorie heraus, dass man sagt, also wir wollen irgendwas beweisen. Also wir wollen ja falsifizieren. So, das heißt, wenn du jetzt, also wenn ich jetzt Unrecht hätte, dass Physik und Mystik eigentlich nicht das Gleiche ist, müsste ich quasi falsifizieren, dass es irgendeinen Fall gibt, wo das nicht der Fall ist. Also wo, ne, so. Und das. Naja, das ist natürlich bei Kinesiologie schnell gemacht, weil da einige Leute sich zu viel zumuten und das doch nicht können. Ja, aber dafür gibt es ja innerhalb der Kinesiologie quasi die Erklärung. Also, es geht schon, du machst die dann halt wieder testbar und fertig. Also, das geht schon. Es mag Ausnahmen geben, da hast du recht, aber das heißt nicht, dass das Prinzip nicht funktioniert. Das heißt, jemand ist nicht testbar. Das heißt, ich müsste. Nein, ich meine derjenige, der das testet, dass der dann sich da überschätzt und Ergebnisse bringt, auch in irgendeine Richtung, wo er total falsch liegt. Okay, aber das wird dann gern benutzt als Gegenargument. Ich meine, wir können es ja probieren. Ich meine, keine Ahnung, mein Arbeitsfeld. Ja, warum funktioniert das Ausstreichen über, kennst du Bradley Nelson? Bradley Nelson, kennst du Bradley Nelson? Ja, ja. Ja, warum funktioniert das, dass man Emotionen ausstreicht mit Magneten? Also ich weiß, ich höre dir nur zu, dann höre ich was von Magnetfeld und dann höre ich was von Wirbeln und von Energie und müssen ernährt werden und ich denke, okay, also meine Arbeit besteht teilweise daraus, Menschen mit der Hand, mit Magneten, wie auch immer, irgendwie Emotionen von einem Ort zum anderen zu ziehen, nämlich von unbewusst in bewusste Verarbeitung, das Ganze möglichst sanft. Ich kann das keinem erklären, aber du kannst es.
Ja, also so, Magneten sind ja, so sind ja auch Wirbel. Was ja, meinst du, was das Magnetfeld ist? Es sind im Grunde Ladungen innerhalb der Materie, diese Magnetmaterie, die ständig das Magnetfeld erzeugen, weil sie im Kreis fliegen. Aber dann ist das halt eine Tätigkeit, die im Endeffekt nur angewandte Physik ist und mit Mystik im klassischen Sinne nichts zu tun hat. Ist eigentlich das ist ja sowieso Physik. Mein Anliegen, zu sagen, also das, was die Mystik uns bringt, lässt sich physikalisch erklären. Man muss bloß neue Werkzeuge benutzen. Also die jetzt die Physik nicht kann, gibt ja viele Dinge, die kommen aus dem Astralen. Da wird es nie eine Technik geben hier. Da muss man dann vielleicht mal anerkennen, dass dort auch Lebewesen sind und dass die uns dann die Beweise herüberreichen. Ja, noch meine Theorie zum Beispiel, also ich meine, klar, die Physik sagt, okay, komm, Astral kann ich nicht messen. Ja? Ich kann ja immer wieder nur auf die Beispiele, ne? Also Physik sagt hier so Chakra, daraus gibt es nicht. Wenn ich die Hand einhalte, ist es warm. Also gibt es da was. Ja. So. Also dann kann ich ja aber auch sagen, die ganze Physik stimmt nicht, weil sie ja jetzt falsifiziert ist. Also kann ich sagen. Ist auch so. Ja. Die ist nicht prinzipiell falsch, aber es werden nur Leute hochkatapultiert mit der Meinung, dass das nicht existiert. Mhm. Wer das anders sieht, der fliegt raus. Der wird nicht mehr ernst genommen. Mhm. Das ist eine Aussortierung und das ist aber jetzt, ich bin jetzt dabei, sagen wir mal, diese Fehler in der Physik mehr politisch zu sehen als persönlich. Mhm. Die Physiker haben sich alle Mühe gegeben und die Besten sind einfach unterdrückt worden. Von denen haben wir nie was gehört. Die waren immer logisch und was ich hier mache, haben vielleicht ganz viele gemacht. Die hatten bloß kein Internet, keine Möglichkeit da aufzutreten und keine Zeitung dafür. Die Raum und Zeit ist ja auch noch nicht so lange. Also das ist schon nichts Außergewöhnliches, was ich hier mache. Ich habe bloß Glück gehabt, dass ich, weil ich so defensiv bin, ich will nicht groß auffallen und irgendwie in die Nature kommen oder so. Das wollen ja die meisten. Und dann geben sie auf, wenn es nicht klappt. Da verzichte ich drauf. Ich mache trotzdem weiter einfach, damit es mal rauskommt, egal wo. Dann müssen die eben dorthin kommen, müssen in der Raum und Zeit lesen. Ich habe viele Leute, die mich wegen der Raum und Zeit ansprechen. Und das ist nur ein geringer Prozentsatz. Das sind schon gar nicht mal die Physiker, die lesen sowas nicht. Wie erklärst du, warum wir nicht mit Raum und Zeit spielen dürfen? Also dürfen wir schon. Ich rede jetzt von der Zeitung. Ich rede gerade von der Zeitung, Raum und Zeit. Schade. Aber trotzdem die Frage. Der Raum und Zeit, ja, okay. Ja. Warum man spielen sollte, nicht? Ja, warum wohl nicht? Warum? Also meine Theorie ist ja nicht meine Theorie, um Gottes Willen. Also meine angewandte Theorie von Lazarevs Weltverständnis ist, können wir nicht machen, weil wir nicht ethisch dazu in der Lage sind, also das verantwortungsvoll zu tun. Wir haben uns selber die Fähigkeit genommen, wir konnten das mal, haben es missbraucht, hängen deswegen unterhalb der Zeit, also in der Zeit quasi fest, nicht über der Zeit, sondern in der Zeit. Dementsprechend manipulieren wir sie nicht, also schlecht, schwierig. Schaffen wir den ethischen Verstoß ab, schaffen wir die, also ich habe dieses Beispiel öfter gebracht, hatten wir ja auf dem Seminar, wir hatten drüber gesprochen, kann ich, wenn ich jetzt in der sechsten Dimension wäre, könnte ich dann sagen, in der fünften Dimension, ich halte jetzt den Bus an, weil ich komme jetzt, weiß ich, komme zu spät, ich brauche noch ein bisschen, ich halte jetzt den Bus an, damit ich den noch erwische, halte ich die Zeit an und so, ne? Ich sage, genau aus diesem Denken heraus kannst du es eben nicht, weil der Missbrauch quasi wieder vorprogrammiert ist und deswegen bist du nicht da, dass du da ist. Ne? Kann man das physikalisch erklären? Warum der eine Zugriff auf eine Schwingungsebene hat und der andere nicht? Also so gesehen ist es ja richtig, dass er die nicht hat. Ja, ja, stimmt, das ist ja absolut dann richtig. Absolut gut. Aber der Mechanismus dahinter, der interessiert mich ja, der ist ja göttlich und der muss ja quasi dann auch so gesehen mit dem Wirbelweltbild erklärbar sein. Also das ist halt das, was das sind die praktischen Auswirkungen für mich. Ingrid, bitte. Also ich leidenhaft, ja. Bin weit entfernt davon, was zu wissen. Aber wenn ich davon ausgehe, dass wir Menschen einen Körper haben, der aus all diesen feinstofflichen Hierarchien besteht, von der gröbsten, die wir anfassen und sehen können, bis zu der allerfeinsten, wo wir uns nicht einmal eine Vorstellung machen können, dann muss es Zeiten gegeben haben, wo die Menschen in der Lage waren, sich durch einen bewussten Akt in eine feinere Struktur umzuwandeln, also die gröberen Strukturen aufzulösen in feinere
und die feineren bewegen sich schneller. Schneller heißt, dort vergeht die Zeit anders. Und so kann ich quasi so ein Zeitwurmloch machen, ja? Und die Zeit dehnen, unter Anführungszeichen, oder verkürzen. Da verkürzt sich keine Zeit. Nur ich selber bin in einem anderen Zustand und komme sozusagen zu einem für unsere Normalwelt anderen Zeitpunkt wieder zu irgendeinem Ereignis oder eben auch nicht. Ne? Mhm. Wie gesagt, leidenhafte Vorstellung. Ja, ist eine sehr gute Idee, das so zu erklären. Na, das hat er die Christa sogar erlebt, ne? Wo du Besuch hattest. Ja, genau. Mit den Fußzapfen. Also, ja, ich bin mal, als ich so, meine Tochter ihr drittes Kind bekam, wollte sie ins Geburtshaus gehen oder oder ambulant in die Klinik, ich weiß es nicht mehr. Und sie fragte mich dann, ob ich auf ihre Jungs aufpasse in der Zeit. Und nachts rief mich mein Schwiegersohn an. Und ich bin, das so nachts um kurz vor zwei, und ich habe mich dann angezogen, bin in mein Auto und bin 35 Kilometer gefahren, einmal quer durch Augsburg durch, weil sie wohnte genau auf der anderen Seite von Augsburg. Und ich klingel da, war es 10 nach 2, und da sagt mein Schwiegersohn, wieso bist du schon hier? Und das weiß ich nicht, ich bin gefahren. Und war eigentlich unter normalen Bedingungen unmöglich. Ja? Und ich habe dann sagte Gerhard, mein damaliger Lebensgefährte, zu mir, frag doch mal in der Erde, wie die das erklären würden. Und daraufhin habe ich gefragt, und dann sagte mir, nee, du hast dir eine Zeitblase erschaffen. Also, oder einen eigenen Wirbel, die sprachen halt von der Blase. Und dann fragte Gerhard, ja, was wäre, wenn ein Auto hinter mir hergefahren wäre? Und da sagte man, nee, das hätte mir nicht folgen können, weil meine Zeitblase schneller war. Was wäre, wenn jemand mit mir im Auto gewesen wäre? Der wäre natürlich in der gleichen Zeit da gewesen, weil ich dieses erstellt habe, unbewusst. Ja. So ungefähr haben die das, aber das passt so zu dem, was du sagst. Ja, wir erschaffen dann plötzlich irgendwelche Dinge, mir war mir überhaupt nicht bewusst, aber ich hatte nur im Kopf, ich muss jetzt ganz schnell in die Geburt gehen, los. Vielleicht hast du dann deinen Raum vergrößert und bist als doppelt oder dreimal so großes Auto rumgefahren. Dadurch bist du ja dann im Verhältnis zu deinem Herzschlag oder so, bist du dann eher dort. Ne? Mhm. Das kann schon sein. Umgekehrt ist es ja, wo der Alf so wiederkam, abends mit einem Dreitagesbad und früh rasiert, da ist er wahrscheinlich auf einen Planeten gebracht worden, wo alles kleiner ist. Und da war auch sein Körper kleiner. Und damit lief die Zeit schneller, dreimal so schnell. Mhm. Für ihn. Für dich nicht, aber ja, abends wieder. So geht es eben. Unsere Körper bilden sich nach dem Umfeld. Weil es eben alles wie eine Flüssigkeit ist, in der wir schwimmen. Selbst die Materie kann sich nur so bilden, wie das Umfeld sie füttert. Daran liegt es. Also nicht jetzt unsere Ernährung vom Körper her, sondern die Materie, aus der wir bestehen. Und wenn wir jetzt auf dem Jupiter wären, falls der überhaupt mehr Gravitation hat, das ist alles noch offen. Aber es gibt ja garantiert auch anderswo Planeten mit ganz anderen Größen, und wenn die auf so einen geflogen sind mit dem Trick, dass sie da schnell dort waren, ist er dann dort die ganze Zeit in einem kleineren Volumen und damit in einer schnelleren Zeit. Na, jede Fliege hat einen viel größeren, schnelleren Herzschlag als wir. Und ja, das Witzige ist ja, dass wenn in unserer Physik so solche Raumreisen erklärt werden, die gehen immer von hiesigen Bedingungen aus. Naja. Das wundert mich, das muss doch jemand, der klar denkt, sich schon sagen, dass das nicht sein kann. Genauso die Reise. Man kann sich vorstellen, das Traumschiff fängt an, in eine hohe Frequenz zu gehen. Genau das, was jetzt vorhin der Simon erzählt hat, dass ich mich dehne, dass ich also in eine feinstoffliche Form gehe, mich ausdehne, und da kann ich mich so groß machen, wie der ganze Weg ist, und dann schrumpfe ich wieder und bin ich da. Das ist ja dann ein einziger Schritt. Ja, schöne Vorstellung. Ja. Naja. Und dann wieder in die Materie kommen. Und sogar das hat ja die Anastasia vorgeführt. Ja. Wenn die sich im Raum bewegt hat. Ich glaube, die kann sich bestimmt auch in der Zeit bewegen. Mit Sicherheit. Ja. Haben sie sich vielleicht bloß nicht getraut zu schreiben, das wäre dann zu fett gewesen in den Büchern.
Ingrid. Ja, es gibt in den vedischen Schriften einen Avatar, also eine Inkarnation des höchsten Gottes, der mit drei Schritten alle drei Welten umspannen konnte, also quasi die Welt der Götter, die irdische Welt und die Unterwelt. Und das wäre genau das, ja. Der ist da in dem Märchen, er tritt er hier auf unserer Welt als Zwerg auf und dann wird er plötzlich unheimlich groß und groß und groß und groß und immer größer und dann umspannt er alle drei Welten mit drei Schritten. Es ist in dem alten vedischen Schriftgut genau das, was du jetzt gesagt hast, Gabi. Ja. Ja, man kann dann wahrscheinlich auch noch Lewis Carroll mit Alice im Wunderland anführen. Aber das ist jetzt mal eine andere Thematik, glaube ich. Da sind wir mehr auf den psychedelischen Drogen unterwegs. Allerdings, im Endeffekt kommen wir ja immer wieder an das gleiche Thema. Es ist alles Frequenz, egal aus welcher Richtung das betrachtest. Das erkennt die Physik an. Im Endeffekt geht es ja nur um die Geschwindigkeit der Bewegung. Oder es geht ja nur um Frequenz, oder? Und, Moment, Frequenz ist so ein allgemeiner Begriff. Wenn ich sage Wirbelgröße, da lasse ich mal das weg und gehe auf die Wellenlänge. Okay. Ja, der Wirbel, da dreht er dann schneller, wenn er kleiner ist. Mhm. Das Verhältnis ist immer ähnlich. Mhm. Und dann hat er auch eine schnellere Zeit. Und je kleiner er ist, desto schneller kann sich die Materie von ihm bewegen. Und es ist eben nicht wahr, dass wir eine Lichtgeschwindigkeit haben. Die haben wir für irgendeine Ebene, vielleicht fürs Gas. Ich weiß nicht, wo die Physik ihre Messungen... Die kann das ja nur in der physischen Welt realisieren mit ihren Geräten. Ich bin mir nicht sicher, ob sie im Plasma gemessen haben, die Lichtgeschwindigkeit, oder im Gas. Ja, ich bin mir noch nicht mal sicher, inwieweit die Rahmenbedingungen die gleichen sind. Also inwieweit du Physik mit einem anderen Bewusstsein, mit einem anderen Weltbild wirklich fassen kannst. Weil wenn du müsstest ja die Bedingungen ändern. Also wenn die Physik ja nicht daran glaubt, dass etwas, also meinetwegen jetzt schneller als, also wenn ich behaupte, du kannst in der Vergangenheit inkarnieren. So. Ja, das ist mir auch ein Rätsel, das soll passieren. Ja, es passiert und es ist möglich, es ist auch austestbar, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber ja. ich kann doch nur das Denkmodell annehmen, wenn ich die Bedingungen zulasse, dass das theoretisch möglich ist, dass etwas schneller ist, meinetwegen nenn es das Bewusstsein, nenn es irgendwas, ja. Wenn ich das Denkmodell aber ja ablehne, weil ich ja beweisen will, dass es nichts Schnelleres gibt als das Licht, dann funktioniert ja schon mal grundsätzlich was. Also dann passieren ja die beiden Modelle passen ja nicht. Also man kann das noch nicht mal miteinander vergleichen, weil die Rahmenbedingungen überhaupt nicht die gleichen sind. Aber stell dir jetzt mal, die Methoden der Mystik werden nicht akzeptiert. Intuition ja. Gibt es nicht. Also weißt du, die Messmethoden werden einfach nicht akzeptiert. Ja? Ja, das ist ja der Haken. Ja, so. Und aber wenn du hast so einen interessanten Satz gesagt, also Tausende, aber was mich noch, die Anbindung von Gott an Gott durch das Blut, das ist mir hängen geblieben noch beim Tarek. Ja. Unter anderem von noch ein paar Dingen, aber das finde ich, das ist doch ein Ansatz, der Physik und Mystik wunderbar miteinander also das ist super, oder? Anbindung von Gott durch das Blut. Ja, wir sind schon mit dem Körper gebunden. Aber es gibt ja im Herzen auch so einen Punkt, Herzflamme. Man nennt es das Gott. Das ist auch so eine Sache, die genauso, das ist wieder eine höhere Ebene. Es gibt eine Anwendung in allen Ebenen. Und das Thema, worum es da gerade ging, ging es um andere Wesen, die zwar auch Blut haben, aber denn ihr Blut ist irgendwie kaputt. Die haben sich immer digitalisieren lassen in diesen großen Beam-Maschinen, wo man da zwischen Sternen und Galaxien hin und her beamen kann. Da wurde sozusagen ihr Körper künstlich auf in höhere Ebene gebracht, elektrisch, magnetisch, dann natürlich auch physisch, dann nicht noch höher. Und dann wieder zurück, ich würde es nicht mal kondensiert nennen, sondern zurückkonstruiert. Komischerweise hat sich ihr Geist damit nicht verabschiedet, sondern hat das wieder eingefangen. Und ist aber durch die Digitalisierung, das sind ja immer solche kleinen Zuhackschritte, dass man dann die Daten einzeln schickt, die eigentlich analog sind, die normale Kurven machen. Die wurden dann sozusagen als Einzelmaxima transportiert in höhere Geschwindigkeit.
da ist das dazwischen, das Höhere, diese höheren Welten, die wir auch drin haben, die fallen damit raus, die werden nicht mittransportiert. Das ist die Anwendung. In die intuitive Welt, da haben sie nämlich auch nicht viel Intuition. Und dahinter ist dann noch eine Welt und dann kommt das die göttliche Welt. Und die Monadenwelt ist die, wo es ganz viele Berichte gibt, dass wir dort herstammen. Und das ist unsere Anbindung, die haben die verloren durch diese Digitalisierung. Und haben festgestellt, dass es ihnen hilft, wenn sie Menschen, die diese Anbindung noch haben, sich einverleiben. Das machen die nicht so wie bei Stargate, bloß mit Hand draufhalten und Energie rausziehen, sondern effektivste ist das Blut. Da ist die Schwingung drin und dann haben sie wieder eine Anbindung, können wieder denken und so weiter. Bis es weg ist, dann brauchen sie Neues. So, und das machen die seit Jahrtausenden. Aber das ist das, wie ich das erkläre, bei anderen, zum Beispiel bei dem Alexander Laurent, vielleicht hieß der so mit Vornamen, da wurde es immer so dargestellt, als versteht man das nicht. Sie haben das nicht geahnt und erst nach 1000 Jahren merken sie das oder so, dass sie das brauchen und dass sie degenerieren. Mit der Wirbelphysik ist das klar von Anfang an, dass das Digitalisieren ein Problem wird. Ja, das ist aber auch, selbst die Digitalisierung vom Video ist sehr interessant. Da habe ich festgestellt, dass man da Gedanken übertragen kann. Da hat jemand mentale Befehle gegeben auf dem Video und die Leute haben das ausgeführt, die davor sitzen. Und da kennen wir die Frequenzen. Selbst da sind noch Gedankenstrukturen drin, die wir empfangen. Das heißt, ich kann theoretisch Gedanken auf Magnetbänder speichern. Ja, aber das sind dann keine digitalen, sondern analoge. Okay. Das ist besser. Aber mit den analogen kriegst du nichts über Licht transportiert. Dort werden Lichtpakete geschickt. Also von der Welle, mit der man das macht, das muss nicht mal Licht sein. Die Stargate-Geräte sind uralt, da müsste man schon denken, das könnte vielleicht sogar astral sein. Kann ich nicht beurteilen. Aber ich habe noch was vergessen von vorher, zum Thema vorher, wo man mit diesen Anbindungen, mit diesen Pfeilen und so weiter. Wir reden ja hier von Mystik und von Physik. Das war jetzt eine anschauliche Vorstellung. Aber so rein physikalisch, habe ich auch letztens erklärt, hat das mit den Anu-Paaren zu tun. Die Anus entstehen in Paaren. Aus der Null entstehen ein rechts- und links gedrehter Wirbel. Und die haben ihre Verbindung eigentlich nie verloren. Und wenn ich jetzt sowas abschicke von mir, dann schicke ich nur eine Ladung raus. Ich habe also einen Haufen Anu-Paare zwischen. Die eine Hälfte bleibt bei mir, wahrscheinlich die positive, und die negative landet beim Gegenüber. Und wenn der da entsprechend geladen ist, bleiben die. Der muss sehr negativ von der Ladung her minus sein, zumindest für das Thema. Deswegen bleiben die dann kleben. So kann man sich das erklären. Und die wollen zurück. Die wollen, selbst im Tode wollen die noch zurück. Das ist dann dieses Gummiprinzip, was sie verbindet. Und diese Thematik, die steht nicht in meinem Buch. Die haben wir erst vor ein paar Monaten, habe ich die gelöst und in den letzten Videos besprochen. Da muss man sich die angucken, Teil 6 und Teil 5 oder so. Geht auch zum Teil um Quantenphysik da. Aber die Teilung der Anu-Paare, mit der haben wir es zu tun in unseren Emotionen. Vielleicht in allen Reaktionen, in jeder Bewegung ist das der Fall. Die Teilung der Anu, also wir sprechen hier also für alle, die es jetzt nicht wissen, das ist das Uratom Anu, ja? Also ja. Wie soll man es nennen, ein Wirbel, der außenrum läuft, in sich läuft. Ja. Der entsteht von selbst und ist ganz klein und aus der wird die ganze physische Welt aufgebaut und einen bestimmten Faktor, wahrscheinlich 2 hoch 26 kleiner, gibt es das wieder in der astralen Welt und nochmal kleiner in der mentalen Welt, immer in diesen großen Schritten und darauf bauen sich dann über 7 Kondensationen die ganzen Welten auf, also 7 Aggregatzustände. Die letzten sind immer Gas, Flüssigkeit, Festkörper und die höheren Plasma und noch 3 andere. Und sind aber nur Kondensationen, die in Zusammenballung diese Anu sind. Ja. Und die sind ursprünglich Zweiergruppen. Und immer wenn sich dann was bindet, haben wir Dreiergruppen. Da hast du ein Paar drin und noch ein Paar, was sich trennt. Und das ist dann geladen. Und das Gegenwirbel der Dreiergruppe, eine andere kann sich da anbinden. Und dann sind es schon wieder 6 Gruppen, 6 Teile und alle gleich
geladenen, das ist Licht, die also gar keine Unterschiede haben und alles, was ein bisschen ein einziges Anu mehr hat von Plus und Minus, das wird Masse und bitte ganz kurz nicht vergessen, weil ich habe es sonst gleich nicht mehr, aber es ist für mich wichtig gewesen. Ja. Dieses 7er-Zahlenmodell, wie ist das mit der Mystik vereinbar? Also wenn ich die Gnostik gegen dran stelle, habe ich immer ein 12er oder ein 13er-Modell, nie ein 7er. Wie kommen die 7er? Wo kommen die? Also kann ich, du hast jetzt gerade von Aggregatzuständen bei den 7ern gesprochen, das kann ich nachvollziehen, aber dann wären wir in der Gnostik beim 7. Äon, dann wären wir bei Luzifer, also dann wären wir bei dem Materie-Schaffer. Aber was ist mit den 5 Ebenen drüber? Die kann Luzifer ja gar nicht fassen, sind also nicht materiell. Dementsprechend kommen die in dem Wirbelmodell drauf oder gibt es 7 oder 12 oder 15 oder... Ich bin der Meinung, die 6 und die 12, das ist eine Projektion. Also die 7 ist im Wirbel die Anordnung, dass der Radius, eine geometrische Ursache, dass der Radius 6 mal in den Kreis passt. Das ist sozusagen, wenn ein Unterwirbel da ist, da passt 6 mal rein. Also es können mehr sein, dann wird in der Mitte ein Loch. Aber die dichteste Packung ist so. Und das ist aber jetzt nur der Kreis gesehen und den gibt es nicht in der Natur. Es gibt immer vorwärts eine Spirale. Und das macht dann die 7. Der eine Schritt vorwärts ist genauso weit, dass noch der 7. Wirbel reinpasst. Das und nicht so flach, dass da nochmal 10 Wirbel reinpassen, nur einer. Ja. Und den guckt man nicht an, wenn man von 6 spricht, weil man dann zu dreidimensional wäre und die Leute überfordert. Genauso ist es mit 12 plus 1 ist 13. Ja. Da ist dann auch einfach die räumliche Ebene weggeblendet. Da stehen zwei hintereinander. Okay, das heißt, wir auch da, wenn wir dann, nämlich sind wir beim zweiten Thema, das ich mir merken wollte, du sprichst auch immer hier von der, also beim Antarik hast du es auch Paarzeugung und Vernichtung irgendwie genannt, aber es kann auch sein, dass ich das im Fall... Das ist Physik, das lernt man im Physikstudium. Was ist dann mit dem gnostischen Paar-Äon? Also das, was die als, also das, was du jetzt hier als Aggregatzustände beschreibst, beschreiben die ja im Endeffekt als Paar-Äon. Also, und dann bin ich, wenn ich immer bei einem Anu, bei einem Paar bin, auch da wieder in der Übereinstimmung. Kennst du die Geschichten in der Mystik? Ich denke schon, dass es hier gemeint das Gegenteil, das genau gegenübersteht und Antiteilchen in der Struktur. Auch das Äon ist nur ein Teilchen, das ist sozusagen ich würde schon sagen, es ist eine Qualität. Die praktisch dort manifestiert ist und es kann nichts außer Wirbeln existieren. Nee, und wenn die total spiegelverkehrt sind, dann gleichen die sich aus und sind zusammen eine Null. Ja, aber wenn ihr die Gnostik von Paar-Äonen spricht, also und du sagst, okay, hier ist meinetwegen eine Äon ist 6 eigentlich, das 7. ist, weil es so reinpasst, und wir haben ein Paar, dann haben wir ja die 12. Ja, klar. So. Aber dann hätten in diesen 7 gehen ja auch 6 in der Projektion und die haben außen und innen jedes einzelne völlig andere Qualitäten. Mhm. Weil innen sind sie ganz anders benachbart als außen. Anders beeinflusst. Die sind dort innen sogar noch beeinflusst von der Gegenseite. Deswegen kriegen sie innen eine neue Qualität. Also würde ich sagen, die paar Ionen, das sind die, die sich innen gegenüberstehen. Okay. Über einen großen Radius nochmal. Auch außen dann dazu wieder. Sind sogar 4er an einer Stelle. Welche Bilder sollen sich die Menschen angucken, die das jetzt gerade nicht verstehen? Torus wäre schon mal gut oder was? Oder rein von der Form her, wie gegenüberstehen und sowas. Wie würdest du dir das vorstellen, wenn du da jetzt keine Ahnung von hättest? Da gibt es das Bild, habe ich irgendwo aufgemalt in einem unserer Vorträge. Ich kann dir ja mal dann einen Link geben zum drunterstellen. Mir guckt einfach Gabis Vorträge, das lohnt sich. Naja, das muss man ganz schön suchen. Okay, schick mir den. Ich kann zu dem Vortrag einen Link setzen und die Zeit und dann sehr kann man gut. Das gezielt finden. Ne? Gut, schicke ich dir. Sehr schön. Ich gucke jetzt hier mal ganz kurz, bevor der Andreas alle Fragen beantwortet, die Zuschauer hatten. Andreas Körber ist fleißig am Fragen beantworten. Nee, stellt er Fragen? Oder? Na, guck mal in die Kommentare kurz. Was passiert, wenn man sich Magnete an den Körper klebt? Ich weiß nicht genau, worauf die Frage abzielt, aber was passiert? Weißt du, was damit anzufangen?
Ja, also wer hellsichtig ist, der kann das machen. Der weiß dann, ob das gut ist. Sieht dann direkt, wie die Haut sich verhält, ob das besser wird oder nicht. Aber statistisch gesehen wird es falsch sein. Es gibt ja viele Leute, die haben so die Ringe um. Wenn die falsch aufsetzen, das muss wirklich ganz genau gesagt sein, wo die hin müssen. Was soll der Effekt dahinter sein? Na, eine Anregung. Wir haben ja Felder, aber die sind ganz wechselweise geladen überall. Die Finger anders, die Glieder anders und die rechts und links anders. Da gibt es für vielen Therapien irgendwelche Karten dazu, aber die widersprechen sich manchmal. Also ich würde mich da nicht festlegen, es sei denn, jemand kann das sehen. Dem betraue ich das dann zu, dass er die richtigen Ringe an die richtigen Finger setzt oder an Körperteile klebt, die das gerade brauchen. Das ist wie Akupunktur. Mhm. Da kann man auch zu viel und zu wenig machen. Glaubst du, dass das gut ist, diese Einflüsse von außen? Also meine, wieder zu meinem Background, ich meine, wir sprechen miteinander, oder ne, ja. Aber auch. Also du kannst vielleicht, wenn... Ich finde das nicht so super. Also wenn du... Gut, Störungen in meinem Wirbel, nenne ich das mal, oder in meinem Wirbelsystem, ja, sind ja da, weil ich mir was angucken will. Wenn ich das jetzt von außen beeinflusse, also Lazarev hat das gemacht, hat das mit der Hand gemacht, ne, magnetisch, alles gut, er hat es gerichtet, ja. Und hat dann gemerkt, er betreibt Vampirismus. Also er entzieht den Menschen Energie. Bewirkt also das Gegenteil. Wie ist dieses, okay, Magnete, ja, sie haben eine Wirkung, ja, aber ist es sinnvoll, also ich will es jetzt gar nicht werten, funktioniert es oder nicht, aber ist es aus deiner Sicht sinnvoll, Therapien von außen oder mit Frequenzen von außen zu arbeiten oder nicht? Also die Russen also machen das viel und die Amerikaner machen das viel, Lazarev und also alle seine Kollegen oder alle, die darauf basieren, sagen Finger weg. Hm. Du willst nur meine Meinung wissen oder ja, deine Begründung? Nur, also, du kannst mir auch begründen. Es gibt vielleicht Fälle, wo man vielleicht den Konflikt schon weiß und hat trotzdem noch das Ding sitzen, irgend so ein Emotions. Kugel, ja, die an dem Ereignis noch da festhängt und es ist längst erledigt, das Ding und nicht mehr zu ändern, dann kann man vielleicht helfen, wenn man das gezielt und richtig macht, davon gehe ich jetzt mal aus, aber zu 80% macht man es falsch, das ist erstmal die Gefahr dabei und schon gar nicht so nach so einer Anleitung, das muss sein, das muss da, das ist jeden Menschen anders. Es ist unbedingt wichtig, dass da jemand dabei ist, der auch ersichtig ist oder ein Heiler, der das fühlt und richtig macht, aber nur in Fällen, wo den Leuten die Ursache bekannt ist. Okay, wo die sozusagen ihr Leben geändert haben. Theoretisch müsste es dann ja weggehen. Es geht aber manchmal nicht weg, wenn die Ursache, wie soll ich denn sagen, wenn es auch überlagert ist von Folgekonflikten, an denen er nicht ändern kann. Also ist, die haben ja nicht umsonst ihre Erfolge. Viele Leute sind froh, dass sie ihr Leben anders führen können, statt zu sterben oder so. Die Frage ist, hat es wirklich einen Sinn, ob sie dann im nächsten Leben nochmal das Thema abkriegen? Das müsste man mal alles durchchecken. Es wird aber, es gibt da keine globale Antwort, glaube ich. Es sind vielleicht nicht viele Fälle, aber es gibt Fälle, wo man sowas machen sollte, könnte. Also das ist halt Lazarevs Antwort und ich habe die, also wir haben die durchgetestet. Also wenn du einfach das Thema, ich gehe voll mit dir, wenn du das Thema bearbeitest, kannst du auf Frequenzbasis machen, was du willst, ist es absolut sinnvoll. Nur sind die meisten Menschen halt sehr faul und dementsprechend tun sie das nicht, sondern das Symptom ist weg. Aber das Problem ist, und das ist das Problem an den Frequenzen, das Symptom ist ja gar nicht weg, es ist nur von der relativ grobstofflichen Ebene, da wo du es auf körperlicher Ebene mehr merkst, das ist ziemlich grobstofflich und langsam, ist es angehoben worden, quasi mit Energie versorgt worden, wie keine Ahnung, wie man das nennt, ja, und ist auf eine ganz andere Frequenz. Deswegen finde ich das interessant, wenn du sagst, dass die Welten sich so in diesen zwei hoch irgendwas da Verhältnis wiedergeben, ist quasi nur auf eine andere Frequenz gelangt, wo du es dieses Leben wahrscheinlich als Symptom gar nicht mehr kriegst, aber dann als Problem im nächsten oder es auf deine nächstfolgende Generation, also auf deine Kinder übertragen wird. Und die ist dann quasi 7 Generationen lang mit sich rumtragen, je nachdem, welche Ladung hinten dran steckt. So, das ist also die Aussage von Lazarev dazu, zu diesen Frequenzmaschinen. Ich würde ihn gerne selber fragen. Vielleicht hat er ja auch 100% recht und man soll es nie machen. Was? Bitte? Vielleicht hat er ja auch 100% recht, dass man es wirklich nie machen sollte. Ich hätte gedacht, es gibt Ausnahmen.
wo man sonst überhaupt nicht rankommt. Wo vielleicht, nach seiner Meinung sollte man dann lieber dran sterben, als sowas zu machen. Ne? Nee, aber er sagt, auf jeden Fall musst du, also das, nee, das sagt er nicht, er sagt nur, du musst das Thema auf jeden Fall packen. Also das geht halt nicht, dass du nur das Symptom behandelst, und das tun halt viele, die mit Frequenzmaschinen arbeiten. Ja? Mhm. Also, und er hat halt aufgehört, im Endeffekt auf dieser Ebene zu arbeiten, weil dasselbe hat er ja mit seinen Händen gemacht und hat gesagt, ich kann es nur über einen Bewusstseinswechsel machen. Also ich kann den Menschen nur das Weltbild erklären und kapieren, dass sie, wenn sie das Gegenüber Arschloch genannt haben, dranhaften und ihm die ganze Zeit Energie geben. Nur dann, wenn sie das verstanden haben, können sie sich heilen, und wenn ich das vorher mache, nehm ich die Energie. Ja? Also dann klebe ich quasi dran. Und das war so sein Ansatz diesbezüglich. Deswegen hat er aufgehört zu heilen, er war ja sehr erfolgreich. Mhm. So, was haben wir hier noch? Was war der Magnet? So, ist die Notwendigkeit dieses Blutes einer der Gründe für die Herstellung von Adrenochrom? Agieren diese Wesen auch auf der Erde mit den Baal-Kulten zur Opferung von Kindern? Ja, genau das habe ich gemeint. Wir haben ja vorher fast nichts davon erfahren. Aber es ist ja ein Jahrtausende altes Problem. Und die große Teil unserer Versklavung, damit wir, deswegen ist auch die Wissenschaft so eingeengt, damit man nicht sozusagen das, was wir könnten, auch wissenschaftlich würde man ja ganz andere Entwicklungen lostreten, die ihnen dann in die Quere kommen. Die wollen schon dummes Volk, was sich auspressen lässt. Und auf allen Ebenen. Und zum Teil machen sie das eben auch mit Korruption. Und dann diese ganzen Schauspieler, ne, die haben sich dann einfangen lassen. Das ist ja das Typische immer. Dass man sich da im Austausch für Erfolg sonst was andrehen lässt an Energien. Oder abzapfen lässt. Ne? Und die haben dann auch noch mitgemacht, sozusagen als Trittbrettfahrer. Das war dann ihre, sozusagen ihre Bestechung. Was haben wir noch? Nochmal die Frage, die überlesen wurde. Entschuldigung. Welche Auswirkungen hat dieses Wirbelweltbild auf medizinische Behandlungsmethoden? Gibt es dazu Anregungen? Was für Behandlungsmethoden? Medizinische Behandlungsmethoden. Medizinische. Oh, da gibt es natürlich alles das, was die Heiler machen, ist jetzt erklärbarer. Damit müssten viel mehr wieder in diese Ausbildung kommen. Oder viele müssten anfangen, jetzt auch Rasieren zu lernen, um zu sehen, was passiert. Oder mit zu kontrollieren. Selbst was die Technik alles anstellt mit den Störungen, das muss alles vermieden werden, indem Leute mit Aura-Sehen darauf hinweisen. Das sind bloß zu wenige jetzt. Das ist aber erlernbar. Und die Wirbelphysik hat da vielleicht dann Argumente, damit sich mehr melden. Man kann es ja, selbst das, was wir da sehen, sind Wirbel. Also ich kann zum Beispiel im Garten im Dunkeln sehe ich jetzt die ganzen diese Biofelder von den Bäumen. Es nimmt auch zurzeit, jeden Monat mehr. Wo ich eben sage, ich habe inzwischen ganz vielen Leuten das gezeigt und die sehen das auch. Ich weiß nicht, vor 5 Jahren hätten die nicht gesehen. Und das ist dann wichtig, dass man da darauf hinweist, dass das immer leichter wird. Ich bin ja auch nicht so von Geburt an talentiert. Ich habe aber mit der Zeit gemerkt, das kann vielleicht jeder. Man muss bloß anfangen. Ja, also ich halte das ja für einen Prozess, der automatisch stattfindet, wenn man diese Arbeit an sich macht und seine Themen löst und die eben guckt, wo man anhaftet. Ne? Dann passiert das ja automatisch. Also über welche Methode man das macht, spielt im Endeffekt keine Rolle. Ne? Ja, sowas kann ich wieder nicht gucken, wo ich anhafte. Das merke ich bloß an den ganzen Ereignissen, dass ich immer dran denke und so. Ja, gut, aber du kennst ja dir ist es ja klar, du weißt, dir passiert immer das Gleiche oder im gleichen Mustern oder. Dann weißt du, okay, da ist irgendwo eine Schnittstelle. Also irgendwo musst du ja dran haften, du siehst nicht wo. Okay, also klar, brauchst du mal vielleicht eine Sicht von außen, aber die Theorie ist ja klar hinten dran. Also ich meine, das ist ja nicht, dass du das ignorieren würdest. Ja. Also, das Schlimme ist ja, wenn man das alles weiß, umso schlimmer wird es. Das ist das Problem. Ja. Man sieht sich dann selber in die Falle tappen und macht es dann auch noch, weil man es gewöhnt ist. Und dann wieder rauskommen ist nicht so leicht.
So, jetzt haben wir hier Freimann Knochenfärber, Färber, ja, schön, schöner Name. Alf hat auch was ganz anderes in den Büchern geschrieben. Ich weiß, bräuchte jetzt eine genaue, also ich weiß nicht, um welche Textstelle es jetzt gerade geht. Alf hat was anderes in den Büchern geschrieben. Ich weiß nicht. Und wie sieht es mit den Impfungen aus? Bedeutet dies der spirituelle Tod einer Seele? Was ist deine Meinung zur Impfung? Hast du eine? Willst du eine mit uns kundtun? Also der Plan war schon negativ, war schon böse gemeint. Ob die jetzt wirklich nicht getauscht wurden, weiß ich nicht. Ich hoffe es einfach, dass diese Impfung, vielleicht sind sie auch separiert, dass man nur eine gewisse Gruppe noch mit problematischen Impfungen behandelt und die Jüngeren weniger. Das kann alles sein. Okay, wir hatten es ja jetzt, also hast du das mit Robin gesehen, was wir gemacht haben? Oder warst du mit Robin und Joe und Bruno und also Robin sagt ja, habe ich gesehen. Robin sagt ja dazu, dass im Endeffekt dass Seelen markiert wurden. Also das ja. Macht der Impfstoff, der markiert die, damit die nachher eingesammelt werden können. Also nicht nur noch da inkarnieren, wo es quasi das Kollektiv gibt. Ne? Aber das, ja. macht die Kirche auch durch, ja. durch die Sakramente. Genau, aber es ist jetzt halt einfach nochmal sehr viel effizienter geworden als mit der Kirche und den Sakramenten. Also das ist halt wirklich ein, also das ist, das bleibt fertig, das ist drin und das ist auch die nächsten, also wirklich paar tausend Jahre und es killt alle Emotionen, also es fährt hier runter, das ist so ein bisschen, ich musste bei diesem Digitalisierungsprozess, den du vorhin beschrieben hast, ganz oft an den Robin denken, weil der eben auch sagt, dass das Ziel der KI ist, dass du irgendwann, also die werben im Endeffekt damit, du nimmst dein Bewusstsein auf dem USB-Stick mit, so, fertig. Ja, bloß wegen dem Vorteil, dass man lange lebt. Ja, super, nur ich habe halt, also die entscheidenden Teile schneide ich ab. Ich meine, jeder, der sich damit auskennt, MP3 ist ein fürchterliches Format, Platte hat viel mehr Frequenzen, aber das passiert ja digital. Es wird ja irgendwas abgeschnitten. So, ist nicht hörbar, existiert nicht, brauchen wir nicht. Doch, ist hörbar, ist über ganz andere Dinge, über ganz andere Sinne wahrnehmbar, aber so funktioniert das immer. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die Impfung auf der Stelle wirklich was abschneidet. Ich denke mir mal, es gehen bloß die hin, die sowieso schon abgeschnitten sind. Und die kriegen dann vielleicht auch eine diese Markierung, ja, die dann vielleicht auch eine negative Wirkung hat in den nächsten Monaten, damit sie wegkommen. Die sollen nicht hier bleiben. Gut, jetzt da muss die, Seele von denen sich nicht anstrengen, die irgendwie anders aus dem Weg zu räumen. Okay. Also es ging hier um die Manipulation. Alf schrieb, dass die DNA verändert wurde. Was war jetzt nochmal deine Aussage zu, die DNA wurde? Ja, die wurde sowieso andauernd verändert. Die ist nicht nur einmal verändert. Ja. Wir sind gerade so ein Endprodukt von irgendwelchen ständigen Manipulationen und ob wir da wieder so voll zurückkommen. Dieses von außen, wenn ich behaupte, es geht nichts von außen oder so, oder ne, und es, also ist, dass es von innen geht. Obwohl, also in einem der Bücher, ich habe es jetzt nicht im Kopf, in welchem, steht drin, dass die letzte Veränderung, die war nach dem letzten Zusammenbruch. Mhm. Und da hat man uns einige Frilgene gegeben und das hat uns viel, viel wacher und es hat uns stark aufgewehrt wieder und wir sind raus eigentlich aus diesem alten. Also wir sind nicht so letztendlich naiv und dumm, wie man uns behauptet, dass wir es seien. Mhm. Und was ist jetzt das Wir? Die Erdenmenschheit. Die Erdenmenschheit, ja. Die ursprüngliche, oder? Da gibt es ja auch wieder ganz viele Abstufungen. Es geht um die ursprüngliche Erdenmenschheit, nicht um die, die sich derart haben einfangen lassen, dass sie gar kein Bewusstsein mehr haben oder kaum noch. Oder die haben ja auch ganz viele Züchtungen gemacht in solchen Inkubationsdingern, wo sie Tausende rausjagen. Ne? Das werden wohl diese Bioroboter sein, die dann... Ja. Die meine ich nicht, sondern ich meine das, was wir als wirklich als Mensch sagen, mit einer vollständigen Seele, einem vollständigen Körper und einem vollständigen Geist. Ja, ist eben die Frage, kann man mit Impfen wirklich so viel jetzt... kann ich nicht beurteilen. Das ist Biochemie. Das ist außerirdische Biochemie, was uns hier begegnet. Ja, ich glaube, da gehen nur Menschen hin, die auch dazu resonieren.
Sonst geht da keiner hin. Also ich muss, in mir muss was sein, dass ich mir dann irgendeine Ausrede suche, die sagt, okay, ich will in Urlaub fahren oder sonst irgendwas. Das ist ja nur vorgeschoben. Ja, die denken sowieso schon ganz materiell, sonst kämen sie nicht auf die Idee, wie wichtig das wäre. Ja. Sie ihr Leben riskieren wegen einer Urlaubsreise. Ja. Aber ich muss sagen, ehrlich, das ist schon auf vielen Gebieten früher gewesen, dass man da in Technik einsteigt, die zum gewissen Prozentsatz unsicher ist, einfach weil es alle machen und so. Diese Gedankenlosigkeit, da habe ich mich schon als Kind gewundert. Mhm. Naja. Kannst du mit dem Begriff Cheating was anfangen? Cheating was? Cheating. Kannst du Nein, noch nie anfangen? Gehört. Noch das nie ist, glaube ich, das Spreading. Also das ist jetzt im Endeffekt hier dieses, ne, nach der Impfung sind alle hoch ansteckend und so. Was ist die Frage dazu? Also kann man sich dagegen wehren? Ich bin mir nie ganz sicher, ob das nicht alles ein bisschen Manipulation ist, ob das wirklich stimmt. Es ist das, was geplant war und das wird uns erzählt. Also ich kann dir jetzt ein Beispiel geben. Wir haben eine Klientin, die ist Psychotherapeutin und Ärztin und sie ist psychisch gesund, absolut. Und sie war bei einer Kollegin, die sich gerade hat impfen lassen. Sie wusste es aber nicht, weil es war eine anthroposophische Ärztin, also die Kollegin war Anthroposophin und sie hat das nicht erwartet. Mhm. Sie hat ihr dann während der Sitzung erzählt, dass sie gerade frisch geimpft ist, also gestern, und war total stolz drauf. Sie hat dann schon in der Praxis gemerkt, wie die Schmerzen losgehen, so langsam. Und dann war sie zu Hause und hatte eine fette Thrombose im Bein. Und eine andere Kollegin musste ihr das im Endeffekt entfernen, also per geistchirurgischem Eingriff. Aber ja, und es war sehr, sehr schmerzhaft. Und es war definitiv einfach also diese typische Thrombose, die da auftreten soll, gerade bei Frauen, die da ja... und dann hatte sie 2, 3 Fälle gesammelt, wo sie sagt, okay, da weiß ich definitiv, das war so und fertig. Also wo das einfach passiert ist. Übergesprungen, ja. Thrombose aus. Ja, aber ein gesunder Mensch müsste damit fertig werden. Ja, das ist halt immer, genau, also es war halt eine Thrombose und also ich kenne auch jetzt Stimmen. Also die Nicht-Geimpfte hatte die Thrombose. Die Nicht-Geimpfte hat sich anstecken lassen. Genau, also die Nicht-Geimpfte wurde von der Geimpften, das ist das, was kassiert und das ist das, was man dieses Spreading nennt. Ob das das Cheating ist, weiß ich nicht, was da jetzt gemeint ist. Aber wisst du, dass man mit Hypnose jemanden Brandblasen machen kann? Ja, kann man. Also das ist halt vielleicht immer, ist mir schon klar. Das Eigensuggestion. Ich sehe das Thema auch immer, also ich meine, es ist jetzt nicht gerade Wirbelphysik, aber ich sehe das Thema auch immer aus dem Blickwinkel, dass sobald die Teilung dann vollzogen ist, also sowieso alle verloren haben. Also wenn es jetzt geimpft gegen ungeimpft und ungeimpft gegen geimpft geht, dann haben wir eh verloren. Also es spielt im Prinzip keine Rolle und ich glaube nach wie vor, dass das Außen nicht so mächtig ist, das Innen zu überstimmen. Das heißt, es kommt darauf an, welche Einstellung und wie ich dazu aufgebaut bin. Ich kann aber auch eines Besseren belehrt werden, und werde manchmal eines Besseren belehrt, indem ich dann auch Krankheiten kriege, mit denen ich jetzt nicht gerechnet hätte. So, also schon lange nicht mehr, aber ja, also auch uns passieren natürlich Dinge und wir sind darüber bewusst. Das heißt also, selbst mit Bewusstsein kannst du dir das Ding einfangen oder nicht. Also genau. Du kannst auch dich anstecken in einer Einkaufsschlange, ohne dass du jemanden berührst oder so. Nicht wegen Bakterien oder Viren, sondern wegen dem Biofeld von dem, weil da eine Schwingung drin war, die du abgreifst. Ja, genau. Und das kann sogar am Telefon passieren. Ja. Und deswegen ist das nichts Besonderes, wenn hier was rübergeht. Ja. Aber jetzt nicht unbedingt, dass es die Impfung war, sondern dieser Psychoterror, den wir hier ausgesetzt sind, wegen der ganzen Thematik, die macht uns dafür empfindlich. Ich kenne auch Fälle, wo eine Heilpraktikerin während des Besuches schon die Schmerzen gekriegt hat im Bauch und nicht wusste, dass die geimpft ist, die Patientin. Mhm. Und solche Fälle, die geben mir dann schon zu denken. Aber vielleicht hat sie die Schmerzen gerade sowieso gehabt, das wissen wir alles nicht. Okay, ich bin da nicht sicher. Also ich versuche immer, die Sache positiv zu klären, weil die Kraft der Suggestion ist ungeheuer. Das wissen viele nicht und tun das jetzt gleich wieder auf die Impfung schieben oder auf den Kontakt zu einem Geimpften und so weiter. Ja. Gut, ich kann mir das vorstellen. Es ist nicht außerhalb meiner Welt, muss ich sagen, aber also ich denke ja immer, ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr persönlich, aber ich denke ja immer, wenn ich jetzt ein Ziel hätte, dann würde ich das ja genau so machen. Also wenn ich jetzt dieses Ziel verfolgen würde, was auch immer man da unterstellt,
dann wüsste ich ja schon meine Methoden, wie ich das machen würde. Und wenn ich die weiß, dann stehen die A in der Info, ist die Information da, und B sind die anderen auch nicht bescheuert. So, ne? Also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass sowas passiert, aber ich weiß nicht, ob das jetzt auch eine Frage ist, die man jetzt physikalisch erklären kann oder nicht, ob das so ist oder nicht. Also man kann es mit Sicherheit. Aber ich glaube, dass man Ansteckung im Allgemeinen dann erstmal erklären müsste, was ist denn das überhaupt? Und dann bleibt es dasselbe Prinzip wie Ansteckung. Gehe ich jetzt mal davon aus. Also es gibt halt Menschen, die können durch Horden von Leberkranken gehen und sie kriegen nichts, fertig. So. Und es gibt die anderen. Lepra soll ja eigentlich auch nicht existieren, okay, sondern durch eine Wasservergiftung. Ja, also verstehst du, was ich meine? Also es gibt halt immer tausende Beispiele. Also ich kriege keine Krankheiten von meinen Kindern. Das kriege ich nicht. Weiß ich nicht. Oder, also ich bin eh selten krank. Aber also ist egal, was die haben, ich krieg's nicht. So, warum nicht? Also das sind ja dann prinzipiell... Naja, es ist wieder eine Sache deiner Erlebnisse, ob du gerade wirklich Konflikte hast, die dich beuteln, und dann hast du die Lösung und dann kommt immer so eine Phase. Ja, aber das ist ja, dann sage ich ja... Die hat aber mit Ansteckung gar nichts zu tun. Genau, dann sprechen wir über das grundsätzliche Prinzip von Krankheit, und das ist auch da wahrscheinlich am Wirken. Ja? Bist du grundsätzlich gesehen offen? Würde das alles funktionieren ohne Psychoterror oder nicht? Das ist die entscheidende Frage. Naja. Und ich bin der Meinung, dass wir schon eine positive Macht hier an der Spitze haben. Ich traue da nicht zu, dass die so viel Unschuldige trifft mit der Impfung. Deswegen suche ich dann nach anderen Erklärungen. Entweder sind da wirklich Leute markiert, die sowieso gehen würden, müssten, und die anderen, die tangiert es nicht. Oder die werden so ausgesiebt, dass die dann bloß Salzwasser kriegen. Irgend so eine Vorstellung habe ich da. Das finde ich einen schönen Ansatz. Ich möchte dem Vater nicht unterstellen, dass er so blöd ist. Und dass er uns so wenig lieb hat. Ja, das finde ich einen schönen Ansatz. Ja. Ja. Ingrid, Christa, habt ihr noch Fragen an Gabi? Tausende, aber es war schon wieder viel, oder? Und die Zuschauer, haben die noch Fragen? Also es kommen hier jetzt, also jetzt ist ja jetzt ganz im Moment einfach Impfung angesagt. Wir können, weiß nicht, kannst du noch mehr zu sagen? Herzinfarkt, Blutung, Thrombose, wir gleiten ein bisschen ab von der Wirbelphysik. Dann müssen wir über neue Medizin reden. Ja. Da gibt es ja auch Ursachen für Thrombose. Existenzkonflikt, das ist ja alles heutzutage aktuell, diese Konflikte. Ja. Wegen der Krankheit und alle Angst vor dem Virus haben. Und dann gibt es da eine Entwarnung und peng, haben sie ihre entsprechenden Krankheiten. Ja, ich möchte einfach mal mit was ganz... auf was ganz Einfaches zu gehen. Du hast in deinem Buch so ein Mystik-Quiz. Was habe ich? Ein Mystik-Quiz. Und da stellst du die Frage, und Moment. Ja. Und ich fand dieses Mystik-Quiz einfach, damit hast du die Leute abgeholt. Das fand ich sehr schön. Und für die, ich denke, dass hier heute Abend einige sind, die sagen, ich habe nicht wirklich was verstanden, deswegen will ich gerne mal ganz weit zurückgehen. Gute Idee. Ja, und da stellst du die Frage, stellen Sie sich vor, eine technisch hochentwickelte Raumfahrtspezies sammelt Sonnen. Sie bindet eine Sonne an ihren Traktorstrahl und nimmt sie mit für ihr Sonnenmuseum zu Hause in Galaxis XYZ. Die Planeten dieser Sonne bleiben alle allein zurück, in ewiger Dunkelheit. Richtig oder falsch? Oder Ersatzfrage, wie lange leuchtet die Sonne? Ja. Ja. Das müssen wir erklären. Das beantwortet die Frage. Also unsere... Also ich finde es so schön einfach eigentlich, da holst du Menschen ab, die sich überhaupt noch nicht damit befasst haben. Also die Sonne ließe sich nicht in irgendeinem Traktorstrahl hängen. Wenn, dann würden sie das ganze Sonnensystem mitnehmen müssen. Nicht nur mit dem Planeten, sondern sogar die zehnfache Größe, was es eigentlich wirklich ist, wo man die Strömung nicht sieht. Es ist sowas wie ein Wettertornado.
Und du kannst nicht den inneren Schlauch vom Tornado einfach so abschneiden und in ein Glas stecken und alleine weiterwirbeln lassen, weil ja der Wirbel eine Raumform hat. Es kommt oben raus, wo diese Wolkenbildung ist, und weit weg kommt dieselbe Luft wieder runter und fließt unten wieder ein. Es ist ein riesiger räumlicher Wirbel. Hat eigentlich so eine flache Linsenform, genau wie das Sonnensystem. Im Ganzen mit allen Planeten hat es eine Linsenform, aber es ist so viel höher, als wir jetzt sehen würden, materiell. Es ist eine feindschaftliche Strömung, in der dann die Planeten in der Äquatorialebene kreisen. Die machen aber nicht mit diesen Weg der Strömung, der geht nämlich durch die Sonne durch. Die Sonne ist nur die Mitte, ist nur der Kern. Und die Strömung ist fein, die kann da rein, und die Planeten, die nutzen wie ein Surfbrett diese Strömung. Die Spirale, die nach außen geht, ist ein halbes Jahr für jeden Planeten in verschiedenen Umdrehungen dieser Strömung, in verschiedenen Spiralrunden. Und dann springen sie auf die hineinführende wieder. Das ist so flach, dass es geht. Also einmal schwimmen sie drauf, dann springen sie wieder hoch am Perihel, genau. Und dann hängen sie wieder an der oberen dran. Also Planeten sind außen positiv geladen, innen sind sie wieder negativ, und die Strömung ist dann entsprechend andersrum, muss er sich dann ankleben, kann man sagen. Das ist reine Thermo, naja, ich würde schon sagen. Das heißt, ich verstehe das so, dass die Sonne eigentlich die Stelle ist, wo sich das alles kreuzt. Ja, wo das, oder die Umlenkstelle der Strömung. Ja, genau. So wie ein Straßenbahnhof. Das heißt, die schaut rein und wieder raus, die Strömung von allen Seiten. Das heißt, letztendlich würden die Planeten eine neue Sonne entstehen lassen. Ja, die Hauptströmung würde so von der neuen Sonne bilden, weil das ist ja die Hauptmasse. Die Hauptmasse landet dort und die würde sofort wiederkommen. Und das, was sie eingefangen haben, würde erlöschen, weil die Strömung fehlt, der Zufluss. Auf derselben Stelle würde es weg sein. Wie beim Tornado. Das kannst du nicht machen, dass du bloß, wie soll ich das, gibt es da noch andere Beispiele, dass man das nicht rauspicken kann. Es ist einfach Zusammenhang. Naja, aber eigentlich dürfte es, dass die, das, also ich finde das Beispiel mit dem Tornado schon, dass du nicht nur den mittleren Teil, den du siehst, nehmen kannst, weil es geht ja alles rum. Naja, du schneidest den Zufluss sonst ab. Ja. Und die Sonne, man könnte sich zwar fragen, warum ist es eine Kugel, warum ist sie nicht ein Schlauch? Vielleicht ist es ja ein Schlauch und wir sehen bloß das Licht, was rauskommt oben. Das wird ja umgelenkt, bis es bei uns ist. Und auf der anderen Seite ist sie dunkel. Gibt ja auch die sogenannte Dunkelsonne zwischen dem Sonnensystem und dem Sirius-System. Da ist auch nochmal eine Sonne, die sehen wir nicht. Da gucken wir gerade von unten drauf. Mhm. So einfach ist das. Oder schwarze Löcher, das wäre dann das schwarze Loch. Und wir sehen auch ein weißes Loch. Mhm. Und das ist immer eins zu eins sozusagen von der Richtung abhängig. Es gibt nicht beide. Es ist immer dasselbe Ding. Und ganz in der Mitte des Schlauches ist es natürlich noch enger, noch heißer, das sehen wir gar nicht. Wir sehen nur oben drauf auf die Spitze. Und da gibt es keine Reaktion, irgendwelche Kernreaktionen, Unsinn. Das ist ein Wirbelzentrum, Wirbelkern. Mhm. Natürlich hat er auch Subwirbel und Turbulenzen, und das sehen wir dann, wenn wir von oben gucken, was da so brodelt. Ja. Ganz großes Thema ist gerade die flache Erde. Halte ich gar nichts davon, immer noch nicht. Aber ich muss auch sagen, ich bin da nicht so sehr eingestiegen, wie das manche machen. Mhm. Es ist mir zuwider, das überhaupt zu machen. Vielleicht bin ich ja dumm. Ja, weil alles Wirbel ist. Letztendlich spricht das dem entgegen. Ja, ja. Auch Torus spricht dem entgegen. Naja, Torus ist ja innen und hat ja Innenfläche, Außenfläche. Bloß der Torcado, das, was ich mir ausgedacht habe, ist nicht symmetrisch. Es ist ein Torus, der oben größer ist, der unten spitzer ist, wie von der Seite herzförmig oder apfelförmig. Ja. Oder wenn man vom Weiten guckt, eiförmig. Ja. Immer unten, wo es reingeht, spitzer. Ja. Das ist der Torcado, der lange lebt. Ein Torus würde nicht lange leben. Ja. Da hat Viktor Schauberger ja gesagt, Leben entsteht nur aus dem Ei. Ja, aus der Unsymmetrie. Ja. Weil dann durch die Öffnung oben der so größer ist und es schafft, es unten wieder reinzuziehen. Wenn das eins zu eins gleich wäre, dann würde sich das außen verlaufen durch die Störung, die es auch noch gibt. Und weil es immer Störung gibt, muss jeder Wirbel ernährt werden. Damit haben wir heute angefangen. Er muss in einer größeren Strömung sein, die außen mit
mit der Außenströmung nach unten geht, wo er sozusagen abschnittsweise sich beschleunigt, wie beim freien Fall. Also er sortiert sich ein in einen Überwirbel, der ihn füttert, und durch das eigene Pumpen wird innerlich Hohlraum erzeugt von der Materie, aus der er selbst besteht. Und das ist wieder ein Sog, ist eine neue Ordnung. Und dieser Sog verteilt sich dann über den Mittelstrahl wieder in den gesamten, ins gesamte Umfeld und ist eine Art Antrieb für die ganze Geschichte. Wie das Zahnrad wird durch den inneren Sog angetrieben und außen wieder gefüttert, um zu beschleunigen. Hin und her, ja. Um nicht schneller zu werden, sondern um die Geschwindigkeit zu erhalten. Um langlebig zu sein. Wir sollten dringend wieder lernen, im Feinstofflichen zu denken. Ja. Also das, das, was ich jetzt beschrieben habe für die Sonne, das betrifft auch jede Pflanze. Da kann man es oft sehen, an Bäumen sieht man es, an Pilzen sieht man es. Aber wenn man genau hinguckt, an jeder Pflanze. Und an uns auch, an unseren Organen, sind alles Bäume. Ja, jedes, die Lunge, zwei Teile des Baumes. Und es gibt kein Organ, der drin nicht diese Verästelung hat. Blutsystem selbst, dann diese Subsysteme überall. Und naja, in den Zellen nochmal. Ja, ja, heißt ja in den hermetischen Gesetzen schon, wie oben so unten. Wie ja, so alles fraktal. Im Großen auch. Und die Moleküle, das ist das, was die Leadbeater, hier diese Theosophen gesehen haben. Die haben es ja geschafft, sich in ihren feinstofflichen Körper zu transferieren, also ihren Bewusstseinsfokus. Und mit dem Körper konnten sie sich schrumpfen in die Größe, die sie brauchten, um die kleinen Sachen zu beobachten. Mhm. Und die konnten also nicht nur das physische Uratom sehen, die konnten dann nochmal wechseln, das astrale Uratom sehen, indem sie ihren eigenen Astralkörper genommen haben. Wir haben die alle. Ja. Aber wir sind nicht in der Lage, bewusst da zu wechseln. Das machen wir aber im Traum. Da sind wir mit dem Astralkörper unterwegs. Es gibt ja da ganz viele Experimente, wo sich dann Leute treffen im Schlaf. Wenn die da wirklich Informationen austauschen, die dann stimmen, kann man gut vorbereiten und dann hat man Beweis, dass man im Schlaf nicht alleine war, dass man sich da irgendwo getroffen hat. Und das soll mal die Physik alles erklären, wenn es Unsinn ist. Es sind so viele Beweise, Regale voll. Schaffen wir noch zwei Fragen? Ja. Also eigentlich hätte ich drei. Kann ich bewusst mit Wirbeln meditieren oder bilden die sich während des Seins, also ich verstehe die Frage nicht, weil im Endeffekt ist das ja alles Wirbel. Also da Gedanken Wirbel sind, kann ich ja mit was soll ich sonst meditieren, das weiß ich nicht. Also wie würde ich meditieren? Naja, man kann vielleicht sein Biofeld beschleunigen, indem man das so sich vorstellt. Das macht man ja auch bei der Merkaba-Meditation. Okay. Bloß die Gefahr ist eben, dass man sich was Falsches vorstellt. Männer und Frauen haben eine andere Drehrichtung und auch eine andere hoch-runde Richtung. Muss man alles wissen. Und auch was ich schreibe, ist auch nicht so sehr 1000%ig sicher. Ich habe das größte Teil übrigens von der Christa. Die hat mich mal korrigiert, was meinen jetzigen Stand betrifft. Und deswegen bin ich da wieder vorsichtig. Also ich würde zumindest sagen, wenn eine Gruppe ist, da sollen sich entweder Paare hinsetzen oder die sollen sich ganz trennen, nicht so ganz durcheinander, das wird nichts. Weil der Gesamtwirbel ist ja dann wieder zusammen. Dann müssen sie schon alle rechts rum oder alle links rum. Und wenn sie Paare sind, dann bräuchten sie wieder Platz neben zwischen anderen Paaren, um sich da so in Gegenpaar, das ein Lichtteilchen zu bilden. Ein Paar macht immer ein Lichtteilchen in zwei Richtungen. Da dürfen aber nicht dann wieder andere daneben sitzen direkt. Da braucht man dann nochmal 10 Meter Platz. Also auf einer riesigen Wiese verteilen, paarweise, ist eine gute Lösung. Oder dann als Gruppe zusammen, Männer und Frauen. Das habe ich schon mal versucht, aber es hat nicht so gut geklappt. Vielleicht haben wir da noch Fehler gemacht. Da müsste der Effekt größer werden von Meditation. Und man muss dann wieder rausgehen mit einem riesigen Energiezuschuss. Nächste Frage. Liebe Grüße aus der Schweiz. Nee. Gibt es eine Zentralsonne? Zentralsonne, ja. In der Galaxis oder was? Nee, der meint in der Metagalaxis, im gesamten Universum. Ja, ganz bestimmt. Weil es ist auch ein Wirbel. Er muss in der Mitte irgendwas haben, wo er alles umlenkt. Es geht unten rein, oben raus und außen im Kreis. Genau. Da ist das meiste gelagert, um da zu springen immer. Ja, die Materie muss da hin und her. Die kann nicht einfach
einen riesigen Weg mitmachen. Da wird sie zerlegt. Da müssten sie jetzt mal von vorne anfangen, wenn sie durch die Sonne gehen. Quasi Mega-Bahnhof-Universum irgendwo. Mhm. Ja, aber die Welt dreht drumherum, die macht da nicht durch. Die macht da ja die tiefkondensiert, also das, was von Lucifer kam. Die anderen haben das aber auch, die höheren Welten. Das muss man nicht denken, dass die das nicht haben. Ja, die haben bloß eine feinere Materie, fertig. Und die erstreckt sich, die liegt praktisch am selben Ort. Ich glaube, dass Lucifer einfach nur abbremst. Ja, der macht, das geht darum, dass wir nochmal kondensieren. Wir sind nach dem, also die physische Welt ist ja schon mal eine überkondensierte astrale Welt. Das erste Atom ist dann eine Ausschaufung davon. Also wenn in der astralen Welt sich was zu sehr einschlauft, zu sehr dreht, gibt es eine Ausschlaufung, wie beim Zwirbelfaden, ja, wenn man einen Faden zu sehr verdreht hat. Und diese Ausschlaufung, die hat zwei Öffnungen, rechts und links. Das sind die ersten Uratome, ist das erste Paar. Und zwischen den beiden ist im Grunde eine Welt hinter denen. Die ganze Schlaufe. Und das sind wir sozusagen. Eine Ausschlaufung der astralen Welt ist das erste Paar. Und die Paare selbst, die bilden dann nochmal Gruppen bis in 7 Ebenen bis zum Festkörper. Und dort gibt es nochmal diesen Sprung mit einer Ausschlaufung. Und da kommt dann die DNA. Das ist eine Welt für sich, unsere Bio-Anfänge. Und das hört dann wieder auf, ab der Körpergröße, wo man dann das Herz nochmal als so eine Art Uratom sehen kann. Da musste ich vorhin dran denken, als du die Form beschrieben hast. Organe, ne? Herz. Die Form. Mhm. Gabi erwähnt immer wieder, dass freie Energie gefährlich ist und fremde Wesenheiten anlockt, die wir hier nicht haben sollten. Betrifft das auch den... Nee, anlockt habe ich... Ich habe nie gesagt anlockt, sondern wir schaden ihnen und sie werden das stoppen. Die wollen nicht, dass wir sie töten. Die haben aber eventuell mehr Einfluss als wir. Das heißt nicht anlocken, dass sie böse sind oder was, die müssen sich retten. So meine ich das. Ja, okay. Verstehe. Also sollten wir bedenken. Dadurch, dass wir es benutzen, werden sie quasi hergezogen. Oder? Nee. Wir machen ihre Welt kaputt. Ja. Und die können sich dann mit Mühe und Not noch bemerkbar machen. Schluss hier, mach das nicht. Und da können die dann auch eingreifen. Aber wer weiß, was wir dann schon angerichtet haben. Weil feinere Welten sind schneller, soll man nicht vergessen. Die haben Millionen mehr auf dem Buckel, Milliarden an Zeit. Selbst wenn die mal kaputt gehen, können die sich von vorn wieder entwickeln und dann sich melden. Also das ist, dieses Zahlenverhältnis sollten wir uns mal vorstellen. Die müssen klüger sein. Gut, ich nehme eine Schlussfrage als Schlussfrage, die kam. Ja. Wann können wir mit dem zweiten Buch von Gabi rechnen? Keine Ahnung, ich fange immer wieder von vorn an. Ich bin schon dabei zu schreiben. Wie bitte? Ich kenne das, man muss irgendwann aufhören und abgeben und sagen, das nächste mache ich dann im nächsten. Ja. Ich kenn das, ja. Ja, ich wollte ja diesmal eine andere Form finden, eine verständlichere, weil es immer die Kritik gab, ja, du müsstest eigentlich alles erklären, da wären das ja 10 Bücher. Wo ich immer denke, ja, das, was man nicht versteht, das kann man ja woanders nachlesen. Fachbegriffe findet man schon bei Wikipedia, die wirklich allgemein bekannt sind, das erwarte ich einfach, dass man, oder ich schreibe es eben nur für Kollegen von mir aus. Und deswegen wollte ich das diesmal sortieren. Die erste Hälfte ohne Begriffe, die manche nicht verstehen, und dann nochmal ein bisschen genauer. Und dann kann sich jeder das aussuchen, wo er Da muss dann das andere nicht lesen. Es ist ja nicht so durch mich. Und dann hatte ich auch eine Version angefangen, da werden nur Dialoge geführt, da fragt jemand, der andere antwortet. Wo ich mir denke, da versteht man es besser, wie mit diesen Quiz, was ich da gemacht habe. Ja. Der Form habe ich dann nochmal angefangen, ein paar Kapitel, aber auch nicht durchgehalten. Entweder muss ich mir die Mühe machen, das mal durchzuhalten für alle Themen. Das muss ich dann entscheiden, oder ich mache es ganz durcheinander gewürfelt, das kann auch noch passieren. Ich muss mich bloß mal entscheiden, es geht dann ziemlich schnell. Okay. Ja. Sollen wir es für dich entscheiden? Wie bitte? Sollen wir das für dich entscheiden einfach? Ist das besser? Nee. Wie meinst du das? Wir können es einfach festlegen. Wir entscheiden uns gerne für die Geschichte. Für die Geschichte, für das Dialog. Ja. Das Gespräch, ja? Ja. Ja, habe ich mir auch am Anfang gedacht. Aber es ist eben,
nicht für alle Themen hatte ich keine Ideen, aber es kommt vielleicht noch. Ich bin auch jetzt bloß ein bisschen gebremst worden durch die ganze, durch diese Phase, in der die ganze Welt steht. Da will ich einfach dabei sein, die will ich kapieren. Das suche ich immer und habe keine Zeit für die Wirbelphysik. Ich mache da zu viel Recherche. Ich will das nicht verpassen. Es bringt mir sogar Neuigkeiten, die ich anwenden kann. Ja, man muss auch immer gucken. Also ich meine, anders läuft das eh nicht. Du bist im kreativen Prozess oder eben nicht. Man muss immer gucken, was ist heute an der Tagesordnung. Und wenn ja. heute eben nicht an der Tagesordnung ist, ein Buch zu schreiben, dann braucht man auch nicht an dem Buch schreiben. Ich kriege es einfach nicht hin, da wegzugucken. Ich will das wissen. Ja, nee, ist alles gut, dann ist das auch dran. Vor allen Dingen habe ich auch ein bisschen Probleme mit meinen Kindern, die auf mich nicht hören. Und da habe ich dann, muss ich auch damit aufhören, Angst zu haben, dass sie sich impfen lassen oder sowas. Und ich kann mit denen nicht reden. Die sind ganz zu... Wie soll ich denn sagen? Die verbarrikadieren sich. Ja, großes Thema. Keine Ahnung, Thema. Wie man das löst. Ja. Aber das kannst du nur zulassen. Ja. Das ist ihr Weg. Ja, ja. Aber es fällt schwer. Das fällt sicher super schwer, ja. Gut, also es war anscheinend nicht ganz abschließend, aber ich mache es gleich abschließend. Magnetmotor verwenden oder nicht verwenden? Magnetmotor. Ich glaube, ich habe den mal gesehen. Also es gibt ja mehrere Varianten, glaube ich. Ich war da mal in so einer Facebook-Gruppe. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Also Magnetmotor. Ja oder nein? Ist das freie Energie? Du, ich habe davor nicht gestanden. Dann kann ich das sagen. Mhm. Wie fühlt sich das an? Okay. Ich habe ganz viele Tipps gekriegt, wo solche Geräte funktionieren. Man kann damit Auto fahren, aber man kriegt irgendwo Schmerzen. Aha. Und dann hat derjenige, der mir das erzählt hat, diese Schmerzen genannt, tut das und das weh. Ja, ja, haben wir auch. Wir haben alle schon die Milz rausgenommen gekriegt. Können wir. Und so ein Ding kann man nicht in den Vertrieb geben. Nee. Macht man sich echt böses Karma mit, aber man könnte es ja, das wäre jetzt mein Vorschlag, man könnte es ja im Endeffekt durchtesten. Hat das Ding gerade negative Auswirkungen auf mein, was würde man fragen, Energiefeld, auf mein Informationsfeld, magst du nicht? Was würdest du fragen? Hat das negative Auswirkungen auf? Ja, du kannst sowas testen vielleicht. Ja, ich kann sowas testen. Selbst wenn es jetzt auf diesen Anwender nicht wirkt, wenn es da positiv ist, wissen wir nicht, ob es das Wetter beeinflusst oder die Erdrotation oder wenn man das in großen Zahlen einsetzt. Kleine Zahlen wären vielleicht kein Problem, aber wenn das jetzt, es sollen ja jetzt Häuser gebaut werden, die so ein Ding inklusive haben für jedes Haus, ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist. Das... Vom Bauchhergefühl her nein. Okay. Aber es soll ja von außerirdischen Technik geben, die schon Jahrtausende genutzt wird. Wenn die das bestätigen, das ist ungefährlich und die muss man sich auch noch angucken, wer das sagt, dann gibt es vielleicht eine Nische, wo man was nehmen kann, verdammt. Okay, super. Ich danke euch ganz, ganz, ganz herzlich, dass das geklappt hat. Hier war auch noch die Frage nach unserem neuen Buch und so, das werden wir schon alles. Vielleicht guckt ihr auch nochmal in die Kommentare rein, wenn ihr Bock habt, nach der Sendung. Aber eigentlich müssen wir alles behandelt haben. Unser neues Buch, gibt es nichts Neues. Ich würde noch was sagen, in der Raum und Zeit kommt im nächsten Heft ein langer Artikel von mir. Okay. Das ist aber mehr so für Leute, die Physik umkrempeln wollen. Da habe ich konkret die Theosophie der Physik präsentiert, wie man die Physik neu machen könnte. Schickst du mir den Link? Ah, den gibt es noch nicht. Ja, ist er noch nicht. Ja. Das wird noch bearbeitet von der Redaktion. Mhm. Aber sobald ich es habe, in 4 Wochen, kannst du was kriegen. Alles klar. Machen wir. Machen wir vielleicht nochmal eine Sendung. Wen haben wir in 2 Wochen noch nicht, ne? Was steht jetzt zur Auswahl? Egal. Wir in 2 Wochen neue Sendung. Wir werden es bis dahin wissen. Ich kann mal ganz kurz sagen, was wir vorhaben. Also Geomantie haben wir vor. Das Schwingung und Musik. Und ich überlege, ob ich Andreas Körber mal anfrage nach seiner 96 Jahre. Schreib doch mal. Andreas ist doch da, der ist doch da, den können wir gleich fragen. Andreas, 14 ja. Tage? Ist nicht mehr da. Ah, okay. Frank Neubauer würde ich vielleicht gerne nochmal fragen, ob er mit uns mal was macht, weil er hat ja ziemlich viele Einblicke in diese Sache. Ja, und dann eben auch, ich überlege, ob ich den Helmut Pielhammer frage, ob wir zu der Germanischen Heilkunde mal was machen.
Das sind so jetzt im Augenblick unsere angedachten Sachen. Plus ein Special Guest, den wir noch andenken, den sagen wir aber später. Alles klar. Ja. Da freue ich mich sehr. Sehr. Ja. Sehr drauf. Okay, schönen Abend. Schön, dass ihr da wart. Auf ein neues, wenn spätestens, wenn der Artikel in der Zeit und Raum draußen ist, gucken wir nochmal, ob wir die Physik auf umkrempeln. Schönen Dank.